So, es ist mir egal, ob du schwarz bist oder weiß bist, so, ob du glaubst oder nicht glaubst, so, ob du einen kleinen oder einen großen Schatz hast. Weißt du, scheißegal, Hauptsache du machst dein Ding, ohne anderen Leuten was zu verbieten. Politik ist ein Witz für die meisten Leute, die nehmen das gar nicht mehr ernst, die nehmen die Leute da nicht ernst. Also unser System ist wirklich in Gefahr, ne? Unsere Demokratie ist wirklich in Gefahr, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wählt die PDF, ihr werdet es nicht bereuen, ohne Scheiß, wir sind besser als der ganze andere Müll, den ihr bisher so kennt. So, also. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Luis, eine neue Folge von Was los? Freunde, es sind wieder Europawahlen, schon ganz, ganz bald, Freunde. Und bei den Europawahlen gibt es, wie ihr wisst, keine Hürde, so gut wie keine. 0,7% reichen aus, um wirklich nach Brüssel zu kommen. Das bedeutet, auch Kleinstparteien haben jetzt eine Chance. Also denkt nicht, ja, wählen hat kein Dings, ich habe keinen Bock, bringt eh nichts, denn es gibt keine Hürde. Das heißt, du kannst dir eine Mini-Partei aus Köln oder so aussuchen, zum Beispiel PDF. Nicht downloaden, PDF ist Partei des Fortschritts. Da haben wir uns nämlich getroffen. Das ist hier die Folge mit Lukas vom PDF. Genau. Die sind eine ganze Mini-Partei. 4 Jahre ungefähr gibt es die. Und die können mit 0,7% können die nach Brüssel kommen. Also deswegen fanden wir es sehr interessant, mit solchen Parteien uns mal zu treffen. Wir treffen uns in den nächsten Tagen mit ein paar Leuten, aber auch natürlich mit den etablierten Parteien. Jetzt erstmal Lukas hier am Start. Er stellt sich vor, er erzählt uns ein bisschen, was er vorhat. Ihr könnt ihn ein bisschen kennenlernen. Freunde, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, Freunde. Ich halte das Intro kurz und sehen uns am Ende der Sendung gleich nochmal wieder. Tatsächlich hat mein Vater mir immer gesagt, mein Name kommt von Lukas dem Evangelisten, Lucky Luke und Luke Skywalker. Alle drei haben ihn überzeugt. Ja. Guckst du Star Wars? Mhm. Ein Riesenfan, schon immer gewesen. Wirklich? Ich sag mal, gerade gute Zeiten, um Star Wars Fan zu sein, ne? Kommt viel raus. Und du? Boah, da merkt man halt, dass ein großer Altersunterschied zwischen uns ist. Oder? Du bist ein neuer Star Wars Fan. Ja, wir Star Wars Fans hassen nämlich die neuen Star Wars. Außer Endor. Ey, versteh mich nicht. Also ich würde auch sagen, Endor ist das Beste. Und versteh mich nicht falsch, das ist ganz viel keine gute Qualität an sich. So, ne, wie es gemacht ist, weil es Disney halt ist. Aber was für mich, mein Mitbewohner zum Beispiel, der ist genauso wie du, ne, der sagt auch, ist alles scheiße, alles Müll. So, das Alte war besser. Aber was ich halt so geil finde, ist einfach die Menge an Material. Weißt du, du erinnerst dich ja vielleicht noch dann, als die ersten Filme rausgekommen sind. Ja, man hat Bis die Episode 1 bis 3 rausgekommen ist, dazwischen war ja 10 Jahre lang trockene Wüste. So. Ja. Ne? Und das finde ich geil, dass ich quasi Monate eine neue Star Wars-Serie habe, die ich mir reingrillen kann. Ja, es war, ja. Vorher war es ganz, 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 ganz wenig. Jetzt ist es aber auch zu viel. Ja, teilweise zum Beispiel Obi-Wan-Serie haben die richtig verkackt. Oh, ey, Bruder. Richtig geiles Potenzial, richtig verkackt. Oh mein Gott. Also das sind, ey, ich Herzinfarkt. Obi-Wan, Boba Fett, da war die Storyline komplett lächerlich. Lächerlich aus dem Leben wieder geholt und dann einfach total gefühlt. Ja. Und dann haben die am Ende gemerkt, können das nicht mehr retten. Ja, komm, wir machen noch Mandalorian rein, 2 Folgen. Mandalorian selbst, 1. Staffel war geil. Irgendwann hast du das Muster erkannt. Der hat immer am Anfang der Serie eine Aufgabe. Ja, er muss die erledigen. Also wie ein Videospiel. Irgendwann ist es so billig. Das Ding ist, die ersten drei Star Wars, besonders halt in New Hope, das erste Ding so, es war, da wusste der noch nicht, dass man Merch verkaufen kann. George Lucas gilt ja als der Vater von Merch. Ja, der hat irgendwie für $300.000 oder so hat er die Rechte verkauft. Was war das? Mäßig. So, ne? Also erstmal wollte die keiner, dann hat er es irgendwann verkauft. Und dann wurde er gilt ja als der Vater von Merchandise. Also das bedeutet mit anderen Worten, der hat irgendwann mehr an den Merch Geld gemacht als an dem Hauptprodukt, ne? Peripherie. So, die Sache ist, dann ist natürlich klar, warum du in Episoden später, die 100 Jahre später kamen, die 3 Episoden, Anfang 2000er, dass du dann auf die Idee kommst, 700 Figuren zu erfinden. Ja. Weil dann kostet mehr Toys. Und das ist natürlich die Zerstörung, weil jeder Drehbuchanfänger weiß, konzentriere dich auf 3, 4 Figuren, ein Bösewicht, lass ihn die Power haben, mach nicht 700 Bösewicht, also, Bruder, wir haben es zersägt. So. Aber wenn ich jetzt das gucke, was Disney jetzt macht, dann denke ich mir so, ey, Digga, Episoden waren richtig geil dagegen. So, weißt du, Obi-Wan
Jeder Student hätte Obi-Wan besser geschrieben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die haben einfach das nur auf Upselling überlegt. Nur noch Upselling und halt Effizienz. Günstig. Ja. Ich meine, laufen wir schon. Eigentlich ein gutes Thema auch für unsere Zukunft, weil Streaming Wars. Ja. Wohin geht's? So, die Sache ist ja so, das eine kommt als, also es sieht aus wie die Zukunft, fickt uns aber. Du kennst ja, weiß nicht, ob du Ozymandias kennst oder Einsteins Albtraum oder vor kurzem bei Oppenheimer im Kino. Das ist ja der Fortschritt, Friedrich Dürrenmatt, der Physiker, der sich im Irrenanstalt versteckt, weil er, was weiß ich, die Atombombe entdeckt hat, aber sie nicht geben will. Damals in der Schule tatsächlich. Ich auch. Welche Figur hast du gespielt? Einen von den Wissenschaftlern. Ja, welchen hast du gespielt? Warte mal, wer? Gerade interessant. Welche waren das nochmal? Boah, Digga, das war in der 7. Klasse. Krass. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber... Ich hab's in der Abiturzeit gespielt. Ja, dann war deins wahrscheinlich anspruchsvoller. Ja, ich habe Einstein gespielt, die Rolle ist klein, aber ich habe wirklich während des Spielens und während des Lesens und so das Ding gar nicht verstanden. Ich hatte nur Spaß am Spiel. Jahre später habe ich erst kapiert, was wir da eigentlich gemacht haben. Und das ist eigentlich ein guter Knotenpunkt zu deiner Partei. Ist Fortschritt so gut? Du nennst die Partei, oder ihr nennt sie Partei der Fortschritts. Ja. Fortschritt ist schwierig. Es kommt darauf an, wie man es definiert, sage ich mal. Ne? Also das ist eine Frage, die des Öfteren kommt natürlich. Und wir definieren Fortschritt halt nicht nur im Hinblick auf einen bestimmten Aspekt der Gesellschaft. Also viele Leute zum Beispiel, wenn man sagt Fortschritt, dann denken die nur an wirtschaftlichen Fortschritt. Ne? So nur Wachstum, immer weiter, immer größer, mehr Produktion, mehr Konsum. Ja. So. Andere Leute denken nur an gesellschaftlichen Fortschritt, also Gleichberechtigung, sexuelle Offenheit, solche Dinge. Und an beiden Themen gibt es ja auch viele Leute, die sich daran stoßen, an diesem Fortschrittsgedanken. Ne? Ja. Genauso wie es viele Leute gibt, die sagen, die Wirtschaft sollte nicht immer im Vordergrund stehen, gibt es viele Leute, die sich daran stören, wenn Sexualität immer offener gelebt wird. Und wir sagen aber, Fortschritt an sich ist nicht nur ein Bereich. Fortschritt bedeutet einfach, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und mit der Zeit vorangeht. Die Zeit bleibt ja auch nicht stehen. So, ne? Also das heißt halt nicht, dass man alles, was irgendwie vorhanden ist, über Bord wirft, dass man alles neu machen muss. So, man kann auch viele altbewährte Dinge weiter nutzen. Ne? Haben wir ja gerade darüber geredet bei Star Wars. Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man nicht die ganzen Serien in diesen 4D Greenscreen-Scheißdingern da gedreht hätte. Fortschritt für uns ist, dass quasi die Bedürfnisse der Menschen mehr und mehr erfüllt werden. Ja. So, wenn du dir anguckst, vor 200 Jahren, so unsere Ur-Ur-Urgroßeltern, der Großteil hat in irgendwelchen 5 Quadratmeter Wohnungen im Industriegebiet mit 8 Kindern gewohnt. Die hatten keine Impfungen, kein Essen, keine ordentliche Bildung. So, und jetzt, 200 Jahre später, geht es dem Großteil der Menschen schon gut genug, dass sie nicht verhungern hier in diesem Land. So, die meisten haben eine Wohnung zum Glück, die meisten haben so eine Grundbildung. Und das ist für uns Fortschritt, dass halt quasi die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden und dann darüber hinaus die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen. Weil nur wenn du ein Dach über dem Kopf hast, satt bist und weißt, was auf der Welt abgeht, hast du überhaupt die Zeit und die Kraft, so sich anderweitig zu betätigen. Hm. Weißt du? Ja, man sagt nur, es gibt keine arme Philosophen. Ja. Du musst Zeit dafür haben. Genau, ne? Genau. Also, die Sache ist ja so, der Arbeiter muss den ganzen Tag arbeiten und an die Miete denken. Dann konsumiert er halt Schlagzeilen von dem Bild und guckt Trash-TV, weil was soll er auch sonst machen? Ja. Du brauchst ein bisschen Abstand. Der wird ja jetzt nicht noch Goethe lesen nach der Arbeit. Richtig. Und die Goethe lesen wiederum, die machen die Welt, die verstehen aber den Arbeiter nicht, weil die in der Welt da nicht leben. Man sagt ja, man spricht ja, wenn wir über euren Job reden, Politikerkaste, sagt man. Du bist noch jung, du bist noch nicht da, aber das wird ja vielleicht irgendwann. Und dann weißt du nicht mehr, was ich hier erleben muss. Das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir im Kern gesehen haben. Und deswegen ist unsere Partei so aufgebaut, dass die Leute, die das Programm schreiben, nichts zu tun haben mit den Leuten, die organisatorisch zuständig sind. Also, Das bedeutet zum Beispiel der Vorstand. Bei den allermeisten Parteien ist es so, der Vorstand gibt auch die politischen Leitlinien vor. So, bei uns ist es nicht so. Es gibt ein eigenes Organ, die heißen Parteiparlamente, da wird das Programm geschrieben. Mhm. Und das ist aber nur fürs Programmatische zuständig. Und der Vorstand, der fürs Organisatorische zuständig ist, der darf da gar nicht
mit irgendwie einwirken. Also es ist laut Satzung sogar unserem Vorstand untersagt, politische Positionen zu definieren. Weil wir halt das auch so sehen, dass so wie in jedem Feld machen Menschen in der Politik Karriere. Ja, ne? So. Natürlich. Und es ist ja auch so, also dass jetzt der Vorstandsvorsitzende einer großen Partei das hauptberuflich macht und dafür auch Geld bekommt, das ist auch vernünftig, weil das ist ja ein 50, 60, 70 Stunden Job. Ja. So, ne? Aber natürlich, wie du sagst, irgendwann, wenn man sich nur in dieser Welt bewegt und nur sich in diesen Gremien bewegt, dann verlierst du den Kontakt. Klar. Ne? Und deswegen trennen wir das komplett. Mhm. So, damit eben immer die Leute, die, die sagen, was programmatisch getan werden muss, einfach Leute aus der Bevölkerung sind, die keine Karriere machen in der Politik, sondern die einfach Tag für Tag die Herausforderungen sehen und die Lösungen nennen können. Und alle Leute, die die Partei an sich als Organisation tragen, haben damit nichts zu tun. Wo habt ihr das her? Also haben wir uns selber ausgedacht. Komplett selber ausgedacht. Okay, interessant. Ich dachte, vielleicht ist das ein Vorbild irgendwo. Nee, es ist eher weil so. Ich muss ehrlich sagen, also das müsste ich jetzt mir mal durchdenken. Weißt du, es ist mir gerade ein bisschen zu schnell, darüber nachzudenken, ob ich das finde, weil noch nie gehört. Ist halt eher so ein Negativbeispiel. Ne? Also Ursula von der Leyen zum Beispiel ist ja die höchste Politikerin letztlich der EU als Kommissionspräsidentin. Und die hat in ihrem Leben einmal eine Wahl gewonnen. Dies einmal hat die ihr Direktmandat geholt, damals vor 20, 30 Jahren, keine Ahnung. Und danach ist sie nur noch über Wahlliste, über irgendwelche Gremienwahlen, ist sie nach oben gekommen. Das wollt ihr verhindern. So, ne? Und das wollen wir verhindern, dass so die Leute, die überhaupt nichts mehr mit der Bevölkerung an sich zu tun haben, ist jetzt keine Unterstellung, aber so, ne, dass die halt getrennt sind. Und solche Leute haben uns angeguckt und man hört das ja auch in der Bevölkerung. Da muss ich mich nur mit meinen Onkeln an Weihnachten an den Tisch setzen und die erzählen mir, wie schlimm die das finden und wie entrückt die ganzen Politiker so sind. Ist ja ein generelles Ding. Also es ist ja, du hast jetzt den Stammtisch, den du zitierst, da wirst du ja auch viele Sachen, viele andere Sachen hören. Die Sache ist ja, das mit der Ursula, das finde ich interessant, dass du das bringst, weil die, das weiß man ja so nicht. Man ist ja als Bevölkerung, man hat die immer da, die ist einfach wieder mal vorgesetzt. Man hat ja Demokratie, aber was... wie kann ich die abbilden eigentlich? So, weil vielleicht gefällt die mir nicht. So, da, also gut, dass du es sagst. Das ist ja auch ein Thema bei euch. Direkte. Ja. Sag mal was dazu. Direkte Demokratie. Also weil ich finde, finde ich, die große Aufgabe, die wir haben. Und lass mich dir noch einen Satz sagen. Ja. Wir haben, finde ich, die, wenn wir die Menschheitsgeschichte nicht so weit, aber so mal 1000 Jahre zurückgehen, haben sich viele Sachen drastisch verändert. Ja. Ne? Allein die letzten 100 Jahre. Aber eine Sache hat sich überhaupt fast gar nicht geändert. Oder fast nicht. Nämlich, wie wir unsere Führer wählen oder Anführer wählen. Oder ja, ich meine, es gibt so Nuancen hier. Deutschland hat ja noch so zwei Wahl, also wir haben ja direkte, wir haben ja dieses Erststimme, Zweitstimme, wir haben prozentuale Verteilung, wir haben viele Parteien und so. Zum Beispiel Amerikaner haben meistens zwei große Parteien und so weiter. Aber im Großen und Ganzen wissen wir immer noch nicht, finde ich, wir haben noch nicht die Lösung für direkte Demokratie ohne Mandat abgeben für 4 Jahre und so weiter. Das ist, also, oder sehe ich das richtig? Das hat über sehr viele Jahre, also ich finde, in allen anderen haben wir unglaubliche Sprünge gemacht. Allein das Handy, die Kamera, Technik, E-Autos, Mondlandung, keine Ahnung. Aber irgendwie in diesem immer noch Feld. Repräsentative Demokratie. Es ist, genau. Ne? Es ist nicht ganz, wie es in Griechenland erfunden wurde, aber kommen nicht weiter. Warum? Also, ich würde sagen, das Problem ist so ein bisschen, dieses Verständnis, dass man die Leute wählt und dann sind die auch allzuständig für die Entscheidungen. So. Und klar, ne, die Leute, die Mandate haben, die gucken dann gerne mal in die Zeitung oder auf Social Media und schauen so, was die Leute interessiert. Aber sie fragen ja nicht wirklich nach. So, wenn überhaupt kommt mal jemand von einer Lobbygruppe vorbei, lädt die zum Abendessen ein, erzählt denen. Man ist ja auch schwer nachzufragen, wen soll man denn fragen? So, und was wir da anders machen wollen, Thema direkte Demokratie, das erste und wichtigste ist eigentlich die politische Bildung. Mhm. Weil das ist das, was viel vergessen wird. Ja, man hat irgendwie so wie Unterricht oder je nach Schulform vielleicht gar keinen Politikunterricht. Ne? Und Demokratie braucht eine gebildete Bevölkerung. Die Leute müssen Ahnung haben. Ne? Ja, weil sonst ist direkt die Demokratie eine Katastrophe. So, ne? Also ja, aber das ist ja keiner kennt auch nur unser Wahlsystem. Also wenn wir jetzt hier rausgehen und mal zu 10 Leuten sagen, erklär mal unser Wahlsystem, wie das funktioniert.
Also wir könnten 10 Leute fragen, wer Olaf Scholz ist, das wird schon schwierig. Also, so, ne? Und ich finde, ja, und ich finde schon, wir leben schon in einem Land, wo schon ein bisschen mehr, was das angeht, Sensibilität herrscht. Aber das Ding ist ja so, direkte Demokratie ist ja, ihr habt es nicht erfunden, die Idee, so, ey, lass uns direkte Demokratie machen. Und viele Leute machen das immer. Aber das setzt immer den mündigen Bürger voraus, der sich informiert. So. Und ich sag dir, es gab eine Zeit, da habe ich mich informiert. Aber es gibt auch Zeiten im Leben und gerade ist jetzt so eine Zeit, da informiere ich mich weniger, weil ich einfach andere Sachen zu tun habe. Jetzt, wie willst du das machen? Deswegen kommt die zweite Säule bei uns im Spiel und das ist die Auswahl der Leute, von denen wir quasi unsere politischen Positionen nehmen. Und da haben wir zwei Maßstäbe, Expertise und oder Betroffenheit. So, wir, die Menschen haben keine Lust, größtenteils sich hinzusetzen und 10.000 politische Dinge zu entscheiden oder dazu ihre Meinung abzugeben. Die meisten wollen zu dem einen Teil ihres Lebens, der für sie entscheidend ist, ihre Meinung abgeben. So, die Lehrerin wird immer am ehesten was zur Bildungspolitik sagen. Der Bauer wird immer am ehesten was zur Landwirtschaftspolitik sagen. Ne? Und deswegen ist unser Ziel, dass wir uns in die Gremien unserer Partei, die halt das Programm schreiben, das Programm definieren, immer Leute mit Expertise und oder Betroffenheit reinholen. Also, um mal da ein Beispiel zu machen, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass in diesen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen kriegen die Leute so 2 oder 3 Euro die Stunde. Werden abgezogen. Ne? Die werden komplett abgezogen. Ja, kriege ich immer wieder mit. Ich habe mal so einen, glaube ich, Monitor oder sowas mal gesehen, da war ich so völlig entsetzt, weil ich immer dachte, hey, doch nicht in unserem Land hier. Ne? Genau so. Ich auch von jedem anderen Land dabei irgendwie. So, ne? Also da sehen wir ein Problem. Ja, natürlich. Ja? Dieses Problem wollen wir lösen. Wir wollen uns überlegen, okay, wie können wir da vielleicht einen entsprechenden Mindestlohn schaffen, so. Aber natürlich ist jetzt nicht die Lösung, okay, wir machen jetzt einfach genauso viel Geld und fertig ist, sondern das ist ja, man muss differenziert rangehen. Man muss differenziert rangehen. Suchen wir uns dann, um für dieses Problem unser Programm zu definieren, suchen wir uns Menschen mit Behinderung, Sonderpädagogen, Betreuungspersonal, Angehörige, medizinisches Personal, also alle die Leute, die jeden Tag in ihrem Alltag ein Gremium bilden. Genau. Und die sagen uns dann als Partei, was gemacht werden soll. Und wir setzen das einfach nur um. Also wir gehen gar nicht hin und erklären den Leuten die Welt, sondern wir lassen uns die Welt erklären und sind dann so das Sprachrohr einfach nur noch, ohne dass wir irgendwie sagen, was passieren soll. Das ist der Gedanke für direkte Demokratie, also unser Gedanke für direkte Demokratie. Und dann halt so auf staatlicher Ebene, ne, viele Leute denken immer, wenn du sagst, du bist direkte Demokratie, dann denken die Leute, du willst komplett das ganze Staatssystem verändern. Das wollen wir nicht. Aber ja, wir wollen mehr Volksabstimmungen. Ne, so zum also Beispiel. Guck mal, ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch gebrandmarktes Kind, aber wenn ich direkte Demokratie höre und Volksabstimmungen höre, dann denke ich mir, ich muss mal wieder packen. Ja. Ich habe schon mal gepackt, weißt du? Das ist Triggerwörter. Mach dir keine Sorgen, das sind nur die Nachbarn. Das ist die einzige Scheiße hier. Ab und zu ist das so. Ja, weil die Leute ich meine, an sowas wie Brexit denken, ne? Bitte? Ich sag, du denkst dann auch an sowas wie zum Brexit. Beispiel? Ja, so. Zum Beispiel. Du hast ja, warte, das ist immer zweimal. Ich weiß nicht, ob die Leute das hören können, aber unser Nachbar nervt uns. Also, die Sache ist mit direkter Demokratie, wie wir gesagt haben, du brauchst einen mündigen Bürger. Dann brauchst du auch Bürger, die, also Menschen, die nicht nur an sich denken, sondern ans Kollektiv denken. Jetzt kannst du natürlich sagen, es gibt den Guten, es gibt, also ist der Mensch gut, ist der böse? Wird er nur an sich denken? Wird er immer wählen, so dass er sagt, hey, das ist für alle gut? Ne? Diese Gedanken habe ich. Und dann denke ich mir halt, eine große Gruppe kann immer eine Minderheit fertig machen. Das ist das ein Riesenthema. Deswegen finde ich eigentlich wiederum dann unser Wahlsystem, denke ich dann manchmal, okay, es ist schon irgendwie geht es wahrscheinlich immer besser, aber das ist... Das ist aber der Punkt, warum ich sage, wir wollen nicht komplett das System abschaffen. Ja, ja. Ne? Wir wollen nicht komplett alles auf den Kopf stellen, sondern es geht eher so um sehr punktuelle, einzelne Fragen. Also ja. Zum Beispiel, was nicht, dass wir das jetzt unbedingt so übernehmen wollen, aber ein System, wo man sicherlich von lernen könnte. In Italien ist es so, wenn ein Gesetz erlassen wird, dann kann danach eine Unterschriftensammelaktion gestartet werden. Dann musst du irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Unterschriften sammeln. Und wenn du die zusammen hast, dann stimmt die Bevölkerung nochmal über dieses Gesetz ab, ob das in Kraft treten kann.
solche Gedanken. Also nicht, dass die Entscheidungen komplett in Volksabstimmung überführt werden, weil wie du sagst, und wie ja zum Beispiel sowas auch wie der Brexit gezeigt hat, dann hast du schlecht informierte Leute, die verarscht werden, die hops genommen gerade werden. Gerade heute so, ne? Mit Fake News und, KI, Digga, kannst alles faken. Kannst die Leute ja so, richtig so, ne? auseinander. Sondern eher als so ein kleines Korrektiv. Ja. Und bei ganz, ganz so eher so philosophischen Fragen. Also wir werden ganz oft gefragt, wie steht es zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Ne? Tempolimit, ich sag mal so. Das ist für mich das Unwichtigste jetzt, aber in Ordnung, krass. Ist das ein Thema, was die Menschen echt so beschäftigt? Und auf wissenschaftlicher Seite gibt es bestimmt viele Argumente für ein Tempolimit. Ne? Weniger Unfälle, mehr Klimaschutz. So. Aber auf der philosophischen Ebene ist das für die Deutschen, diese Freiheit, auf der Autobahn ballern zu können, ist schon sehr wichtig. Ne? Und vor allem. So, und das ist so was, wo wir sagen würden, dazu kannst du vielleicht mal eine Volksabstimmung machen. Mhm. So, wollen die Menschen lieber ihr philosophischen Gedanken von Freiheit folgen oder wollen sie eher wissenschaftlichen Dingen folgen? So, das kann am Ende des Tages nur die Bevölkerung entscheiden. Das ist die Stärke und die Schwäche von Demokratie. Demokratie trifft nicht immer die besten Entscheidungen, aber dafür hat jeder irgendwie ein Mitspracherecht. Mhm. Jetzt bist du ja noch, du bist ja unter 30, du bist sehr jung. Warum bist du nicht zu einer anderen Partei gegangen? Warum gleich eine gründen? Und was macht euch irgendwie... Also, weil ich habe mir, wir haben Querschnitt uns angeguckt von vielen auch Kleinstparteien und so. Gibt noch ein, zwei, wo ich dich auch gesehen hatte. Ja. Welche wären das? Oh, ich glaube, der Partei der Humanisten oder sowas. Und es gibt noch so auch so zukunftsorientierte, tech-basierte und Tech-Leute. Fällt mir gleich der Name nicht ein. Wirklich ganz neue und auch so. Da habe ich gedacht, ja gut, was ist es? Ist es ein bisschen Ego auch? Eigenes Ding? Ein Startup gründen oder eine Partei? Also, ich sag mal so, ich glaube, wenn man nicht ein bisschen Ego hat, dann ist man in der Politik auch verkehrt. Ja. Ist in der Medienbranche, glaube ich, ähnlich. Nein, aber der Hauptgrund ist der, dass nicht nur ich, sondern auch die anderen beiden Gründer damals halt die großen Parteien als Teil des Problems gesehen haben. Also, ja, also die großen meinst du, SPD, CDU? So alle, die jetzt im Bundestag sitzen. Die etablierten, ne? Genau, könnte man sagen. Die etablierten Parteien, weil, also unsere Demokratie ist in einem schlechten Zustand, in einem sehr schlechten Zustand so. Die politischen Ränder, die Populisten sind richtig auf dem Aufschwung. Ne? Nicht nur bei uns. So, ja. Überall auf der Welt oder überall in der westlichen Welt. Ja, ja. Und wir müssen irgendwie, also unser System ist wirklich in Gefahr. Ne? Unsere Demokratie ist wirklich in Gefahr. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht nur so dahergesagt. Und wir glauben halt, dass die großen Parteien Teil der Gründe dafür sind, dass die über Jahre, Jahrzehnte eine Politik gemacht haben, die zu sehr von Interessengruppen durchsetzt war, zu sehr die Bevölkerung so nicht genug beachtet hat, so dass man den Leuten so das Gefühl gegeben hat, ja, wählt uns mal und wir kümmern uns schon um alles. So. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach mal was Eigenes, was Neues auf. Ich muss dazu aber auch sagen, am Ende war es ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee, unsere Partei zu gründen. Ja. Weil wir waren abends, saßen wir zusammen zu dritt am WG-Tisch, haben ein bisschen Bier getrunken. So, und jetzt kann ich ja sagen, auch einen geraucht, ne? Und dann, so wie man dann so redet, ja, Politik alles scheiße, Politiker alles scheiße, ne? Wir wären so viel besser, wir würden das alles toller machen, wir wären großartig, die beste Partei aller Zeiten, ja? Und dann haben wir so gesagt, okay, was würde unsere Partei denn fordern? Was wären so unsere 10 Forderungen? Und dann haben wir das einfach mal aufgeschrieben, ne? Auf den Zettel, den habe ich auch noch, den Zettel. Und dann, das war sowas wie, kostenloser öffentlicher Personennahverkehr für alle in Deutschland. Geil. Elternzeit auch für Selbstständige, so Vereinheitlichung des Bildungssystems, solche Dinge. Ne? So ganz rational, gesunder Menschenverstand. Eigentlich Basics, oder? Ja, so Basics halt, wo wirklich jeder drauf kommen kann. Und dann haben wir am nächsten Tag auf diesen Zettel geguckt und haben gesagt, ey, unsere Ideen sind gar nicht so scheiße. So, ne? Und dann kam diese Überlegung, die ich davor erzählt habe, so okay, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Ja. Ey, wir machen einfach was Eigenes auf. So. Ob das am Ende klappt, bei Gott, kann ich dir nicht sagen. Aber du bist was hast du studiert? Jura. Oh mein Gott, ey, Jura, du hast ja richtig Bock. Sehr hilfreich aber auch dafür, muss ich sagen. Sicher. Nee, weißt du, also die Geduld hast du schon mal. Jura, hast du Staatsexamen geholt? Erste, ja. Ja? Ja, also ich bin jetzt gerade im Referendariat. Boah, aber das ist ja viel Arbeit nebenbei noch, hier Europa-Regeln. Ja,
Das kann ich sagen. Schaffst du das? Ja. Also wenn ich dir meine Stimme gebe, schaffst du das dann? Auf jeden Fall, Digga. Also ich muss sagen, wenn du mir deine Stimme gibst, dann packen wir das. Wir brauchen nur 0,7%, keine 5%-Hürde. Das finde ich super interessant mit dem 0,7. Deswegen machen wir auch kleinen Parteien. Ich finde es sowieso interessant, weil schau mal, zwei Sachen. Erstmal wollte ich vorhin noch sagen, ich sehe dich auch normalerweise so einen Typen wie du bist auch in der Piratenpartei, weil die sind ja auch immer so, ich habe immer das Gefühl, ihr seid so auf Vernunft basiert und das sehe ich immer mehr, ich feiere das, weil ich bin auch eher auf dieser Tendenz, weil ich bin kein Ideologe, ich bin kein Typ, der sagt, ja. Weil von Haus aus sind wir so und Religion und genau, oder wir haben schon immer, ja, noch mal Haus aus. Oder halt Religion oder dieser, das muss man immer trennen und faktenbasiert rangehen, ne? Und ich finde, das wäre auch eher mein Ding. Aber warum nicht gleich, ich meine die Partei, zum Beispiel jetzt Piraten, ich will keine Werbung machen oder so, ich will aber nur sagen, ich finde es so interessant, weil ich denke mir, die haben ja auch schon ein bisschen was vorgelegt und gibt es ja auch schon international und so. Das wüsste ich gerne, warum ihr euch das nicht überlegt habt. Weil ihr könnt bestimmt auch mit der Power, die ihr habt, auch in so eine etwas, die geht aber schon ein bisschen ein paar Jahre, und dann reingehen und ein bisschen die Bude rocken. Safe. Piraten, ganz ehrlich, die haben sich totgeredet. So, das muss man einfach sagen. Ja. Die hatten damals ihre großen Chance, ihren Hype. Und dann, die haben halt diese Basisdemokratie zu sehr gemacht. Ne? Da konnte halt wirklich jeder mitreden. Wissen wahrscheinlich viele von den Zuschauern nicht, aber das war wusste damals ich auch schon nicht, so. Es gab bei den Piraten vor der Bundestagswahl 2017, glaube ich, gab es einen Parteitag, wo die für die Bundestagswahl ihr Parteiprogramm machen sollten. Da waren die gerade auf dem Höhepunkt ihres Hypes. Und dann haben die das so gemacht, dass jeder auf dem Parteitag einen Antrag stellen durfte, weil Basisdemokratie hatten über 3000 Anträge und haben am Ende kein Programm gehabt. So, weißt du? Und das wusste ich gar nicht. So, und, okay, crazy. Warum auch sonst keine eigene? Weil diese Kombination, zum einen, dass die Leute, die das Programm schreiben, mit dem Organisatorischen getrennt sind, damit es diese Karrierepolitik nicht gibt. Ja, und das gibt's ja woanders. Und dieses, dass es wirklich das Programm im Einzelnen von Betroffenen und Experten geschrieben wird, das gibt's nirgendwo anders. Also wir haben uns einfach was Neues ausgedacht. Ja, verstehe. Deswegen auch sind wir auch nirgendwo anders. Nein, auch kein Vorwurf oder so. Einfach nur mein Interesse. Vielleicht, ich sagte, vielleicht interessieren sich die Zuschauer auch dafür. Das kommt warum übel man auf die Frage auch. Hm? So, die Frage kommt übel oft. Ja, ne? Ich meine, die liegt ja auch nahe. Ja. Man denkt sich ja immer so, ich meine, das ist eine Mammutaufgabe, jetzt eine kleine Partei starten. Und also das ist ja, keine Ahnung. Ich sehe, weißt du, auf der anderen Seite, dieses Vernunftbasierte und so weiter, kleine Parteien sehe ich oft, unsere Demokratie ist gefährdet. Ja, so ein bisschen Clickbait, aber so, ne? Ja, wir haben halt Extremisten von allen Seiten. Wir haben ich finde, ein größeres Problem eigentlich noch. Extremisten gibt es ja die ganze Zeit, gab es auch immer, aber ich sehe ein großes Problem, den Reach, den die jetzt kriegen können durch Social Media, wie Social Media funktioniert. Social Media funktioniert und leider auch, und das sagt uns die Forschung, funktioniert unser Gehirn auch so. Wir beschäftigen uns viel lieber mit einer Abwärtsspirale als einer Aufwärts. Also will sagen, negative Gedanken turnen uns mehr an und machen auch süchtig. Das kennt jeder. Da gibt es ohne Ende Vorlesungen über Selbstsabotage und so weiter. Man sagt ja auch, don't believe what you think, weil du sagst dir selber lieber öfter, ich kann es nicht, als andersrum. Denn die Sache ist, jetzt habe ich meine Sicht der Dinge ist, vielleicht kannst du mich bestätigen, wenn ihr eine neue Partei habt. Aber liege ich richtig, wenn ich sage, wir haben so einen Paradigmenwechsel. Wir haben SPD, CDU, keine Ahnung, Grüne auch und so weiter, die Großen. Und es war immer so ein bisschen, ich bin Arbeiter, also klar, Gerhard Schröder. Ne? Ich bin ein bisschen mehr mit Money, ich gehe mit FDP. So. Ich bin auch hier Mittelstand. Ja. Ich bin CEO hier. Ja. Es war irgendwie so klar, ne? Es ändert sich aber gerade, so ein bisschen auch wie die Musikwelt, in TikTok. Und das ändert sich gerade komplett. Ich glaube, die Altparteien haben ein Riesenproblem gerade. Identifikation, und auch jeder, der da ist, ist irgendwie uralt. Also nicht nur vielleicht vom Alter. Mal den Altersdurchschnitt angucken, das ist insane. Aber selbst Amthor, der in deinem Alter ist, ist alt, wenn ich den rede. Also das wird wahrscheinlich das auch eine Strategie sein. Das finde ich immer so witzig. Du musst dir mal die Videos angucken von Philipp Amthor mit Rentnern. Ja, also der ist älter. Die sind am Bounden da. Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Strategie. Er weiß natürlich genau, das kommt bei seinem Wähler so. Aber trotzdem, es ist altbacken. Die Haltung ist alt. Also wirklich. Absolut. Also ist,
wie du sagst, da, und da stimme ich dir völlig zu, dieses Kategoriendenken. Ne? Es genau. gab halt früher ja. feste soziale, politische Links, Milieus. Rechts, ne? Mitte. Arbeiter, ja. SPD oder ja. Linke, ja. Unternehmer, FDP und so weiter. Und das gibt's einfach ja nicht mehr. Ne? Also muss man einfach sagen, Leute, aus die gestern noch irgendwie eher so Arbeiterklasse waren, machen auf einmal ein Tech-Startup ab und sind rich. So. Die soziale Mobilität, ja. die wir haben, auch durch TikTok und so. All die Kassiererin macht ein Video, geht viral, genau. jetzt hat die mehr Geld als ihre Mutter. So. Das gab es ja vorher nicht. Genau, und ja. Das merkt man ja auch, so dieses, und ich glaube, das kommt von Social Media, auch ja. diese Durchmischung von Klassen, von Gruppen. Also, ja. ey, Hip-Hop, Digga, ja, wenn du dir jetzt anguckst, so aus Hip-Hop brandneu auf Spotify die Playlist, der Hip-Hop, das ist Techno, das ist New Wave, ja, so das ist alles, aber nicht mehr nur klassischer Hip-Hop. Ja, ja. Ich sag ja, wie eine Musikwelt, ich sag, genau, das meinte genau ich so, genau die ist wie ja gesagt, völlig Dings. Und deswegen auch braucht es neue Parteien, ne? Und braucht es halt das so Parteien, die ideologiefrei ja, denken, ja, ja, die halt ja, sagen, wir nehmen, das ist natürlich anstrengender, ne? Klar, aber wir nehmen jedes Thema, nehmen wir und gucken, was macht da im einzelnen Sinn so. Wir sind nicht nur konservativ so und oder sind nur sozialdemokratisch. Mhm. Da bleibt halt immer was hinten liegen und da passen auch viele Menschen einfach nicht mehr rein. So in dieses Bild, in diese verschiedenen Kasten. Also ja, ich bin so ein Zahnarztsohn-Bengel. Ja, der seit 8 Jahren in Köln-Kalk lebt. So, weißt du? Wo kommt ihr her? Also bist du zum Studieren nach Köln gezogen? Also, nee, ich bin zum Studieren nach Köln gezogen. Genau, und jetzt seit 8 Jahren in Kalk. Da kriegst du natürlich auch ein bisschen andere Kalkverbot. Kennst du das noch? Ja, oder bist du jung? Ah, okay. Ja, kennen ja viele nicht mehr. Doch, so halt. Und gestern wurde wieder einer erschossen. Basic. Aber da kann ich aber, okay. Wenn wir jetzt am Düsseldorf-Köln-Bashing sind. Ja. Wir sind aus Düsseldorf. Bei uns ist letztens ein Kiosk mit einer Bombe hochgegangen. Es sind auf jeden Fall 2 Leute gestorben. Ja, aber ich verstehe, was du sagst. Aber weißt du, was ich crazy finde? Was hast du jetzt aber vor? Also habt ihr euch hingesetzt? Ja. Und alle Themen, die es gibt, angeguckt und gesagt, das machen wir, das? Oder seid ihr so, ey, das sind die 5 Themen erstmal, das andere gucken wir noch. Wir wollen tatsächlich alles abdecken. Also jetzt bei dem wir haben ein Europawahlprogramm, kann ich sehr empfehlen, das mal sich anzugucken. Haben wir uns hingesetzt. Ja, haben wir uns ja angeguckt. Ne? Ich fand interessant, also da habe ich gleich gemerkt, ihr seid was für mich. Too long so to read. Dieses, hier auf kurz. Ja. Weil das ist auch so altbacken. Die geben dir Wahlprogramm, so ein Moped. Hör mal, wer liest das? Auf der letzten Seite von unserem 95 ja. Seiten, ne? Also hast du ja dann gesehen, so, es gibt so 10 Seiten Kurzfassung ja. mit so Stichpunkten, ja. genauso wie man es heutzutage braucht. Und auf der letzten Seite haben wir geschrieben, an die wenigen geneigten Leser, die es bis hierhin geschafft haben. Weil es ist so, wer liest ein ganzes Wahlprogramm? Niemand. So, ne? Aber natürlich, also ja, wir wollen nicht so eine Ein-Themen-Partei sein. Nein, klar. Ne? Und deswegen haben wir zu allem was gemacht. Wir haben geguckt, was sind den Leuten die wichtigsten Themen. Ja. Da gibt es eine Umfrage, zum Beispiel eine große, die heißt Eurobarometer, wird von der EU gemacht. Da werden jedes Jahr die Leute gefragt, was sind ihre wichtigsten Themen. Ja. Und danach haben wir uns dann so gegliedert. Und dann haben wir in den einzelnen Themen auch wieder geguckt, in diesem zum Beispiel Verteidigung und Sicherheit. Ne? Mhm. Was ist den Leuten das wichtigste Thema im Moment? So, das ist Russland, Ukraine, EU-Armee und so weiter. Und dann haben wir da geguckt, was sagen die Leute dazu in den Umfragen? Ja. Und haben sie uns quasi so nicht nur bei der Auswahl der Themen, sondern auch bei der Positionierung danach gerichtet, was einfach die Mehrheit der Leute sich wünscht, so, weil das eigentlich der politische Anspruch sein sollte. Wie gesagt, was ich am Anfang meinte, nicht, dass wir den Leuten die Welt erklären, sondern dass die Leute uns die Welt erklären. Und wir wollen halt nicht so eine Ein-Themen-Partei sein. Weißt du, viele kleine Parteien sind so Ein-Themen-Parteien. Die kümmern sich dann nur um ja, Tierschutz. Ja, ja. Oder ja, wir haben, vom Tierschutz haben wir auch jemanden, oder? Das hat mich persönlich interessiert. Aber klar, es ist theoretisch schwierig mit einer Ein-Themen-Partei irgendwie. Ich weiß gar nicht, was man da machen will. Dann könnte man lieber einen Verein gründen, der dann ja. vielleicht sich also das supportet. Ich werde die nochmal fragen, was die vorhaben. Aber was hast du denn vor? Also, uns geht es vor allen Dingen darum, eine neue politische Kultur zu etablieren. Ne? Also ja. wir haben natürlich unsere Themen, aber wir sind eine kleine Partei. Wir können die besten Forderungen der Welt haben. Wir ja, können, ne, erstmal müsst ihr gewählt. So, erstmal müssen ja. wir gewählt werden. Und selbst mit den besten Forderungen der Welt vertrauen die Leute uns nicht so sehr, dass wir das auch umsetzen können wie den großen Parteien. Was ja auch irgendwo logisch. Proof of Concept, so, klar. Ne? Genau. Und deswegen, Proof of Work, Entschuldigung. wollen wir halt vor allen Dingen eine neue politische Kultur etablieren. Wir wollen halt mehr
wie gesagt, dass die Menschen auch wirklich gehört werden mit dem, was sie bewegt. Dass die Menschen, die Politik machen, eben nicht hier oben in irgendwelchen Elfenbeintürmen sitzen, so, so dass auch freundlicher und respektvoller miteinander umgegangen wird. Also das ist ja auch, geht ja auch komplett innerhalb der eigenen Partei oder du meinst jetzt innerhalb eurer Partei oder generell? Generell. Also, weißt du, aber ein bisschen so Schlägerei ab und zu sieht man in so Ländern, ist so cool irgendwie. So meinst du wie in Taiwan oder so? Ja, so ein bisschen mit Schuhe werfen und so. Aber findest du, das ist gerade so respektlos alles in Deutschland? Ich finde das echt. Also es ist noch nicht so schlimm. Aber also der Joschka Fischer und so, die haben schon früher auch rausgehauen. Ich finde, es ist halt mehr so. Also es ist mehr so wie in den USA. Weißt ja, das du? Ist, weißt du, die ja, politische Kultur geht schon vor die Hunde. Ja, so, also ne? Ich würde sagen, ja, weißt du was, ich finde, was vor die Hunde geht, vielleicht sind wir da einer Meinung, ich finde, das wird schon immer gepoltert und alles. Aber aktuell ist so, es wird viel geghostet. Also du sagst was, ich gehe gar nicht drauf ein. Ja. Ich habe aber was ganz anderes. Also ich gehe gar nicht auf die, also die Leute gehen gar nicht auf die Fakten ein. Ja, es wird komplett ignoriert. Es ist ja immer nur die eigene Meinung. Ja. So wird, du bist auch Star Wars Fan. Ja. Ist es vielleicht... Ey, brauchen wir vielleicht so eine Jedi-Truppe, die über der Dings steht? So meinst du so Moralwächter? Genau, wir brauchen Moralwächter. Ich komme ja aus Iran, wir haben da Moralwächter. Die funktionieren ein bisschen anders. Die sind, ja, aber guck mal. Aber weißt du, was ich meine? Dass man so eine. Es gibt ja so ein Presserat. Ja. Ne? Die rügen ja auch dauernd. Ja. Ich meine, aber da passiert halt nichts. Ja, es bringt nicht viel. Aber es ist immer so nett. Guck mal, ich bin ja Jurist. Wir brauchen so eine Moraltruppe, die immer sagt, ey, guck mal. Guck mal, was ich ganz schlimm finde, ist, wie zum Beispiel, wenn du jetzt unter irgendeinem Post von den Grünen gehst, ne, dann wirst du da 1000 AfD-Anhänger finden, ja, die aufs Übelste beleidigen. Ne? So Ricarda Lang ist fett, Annalena Baerbock ist hässlich. So, ne? Im Internet. Ja. Und genauso, wenn man quasi unter einen AfD-Post geht, so, verstehe mich nicht falsch, ich finde die Position der AfD furchtbar. Ja, aber ich verstehe, aber das ist kein Grund, die anzupöbeln. Nein. So, ne? Nein, das wollen wir halt ändern. Also wir wollen, dass man, also Demokratie heißt auch, dass du akzeptierst, dass andere Leute nicht deiner Meinung sind. So, ne? Nur weil du jetzt was sagst, was mir überhaupt nicht gefällt, kann ich auch nicht sagen, so, das geht halt nicht. Du könntest, in der Hip-Hop-Szene bin ich das gewöhnt. Ja, genau. Boah, hör mir auf mit der Hip-Hop-Szene. Ne? Guck mal, das finde ich... fliegt schnell. Hip-Hop-Szene ist auch... echt schwierig geworden, finde ich. Da wird sich nur noch angebieft, so, da wird nur noch Stadtverbot verteilt. Also hier. Ich höre Hip-Hop seit schon länger als du wahrscheinlich und da wurde noch geschossen, als ich gehört habe. Da sind mein Lieblingsrapper wurde erschossen. Dein Lieblingsrapper noch nicht. Man tendiert immer dazu, das ist alles so voll schlimm und so, aber es stimmt nicht. Weißt du, was die Wahrheit ist? Genauso wie mit Gewalt auf der Welt, das wirst du aber wahrscheinlich wissen. Ja, mal statistisch gesehen, hast du vor 30 Jahren noch, wusstest du nicht, wenn du zum Kiosk gehst, ob du nach Hause kommst, oder sagen wir 40 Jahre, vor 100 Jahren noch bist du vielleicht verhungert. Weltweit geht das ja runter, total. Es geht ja unglaublich runter. Aber über diese News berichtet man nicht. Das hat die Situation, also du weißt doch, solche News... Ne? Heute wurden 99 Babys geboren, alle gesund. Ja, das interessiert keinen. Keiner durch, aber das liegt an Feuer im Kinderkrankenhaus, 99 genau. Babys tot, liest sich. Oder ein Flugzeugabsturz. Es gibt diese Stats, wie hoch ist die Gefahr, an etwas zu sterben und wie repräsentiert ist es aber in den News. So, die Gefahr, an Krebs zu sterben, ist wahrscheinlich 100-mal höher, als an einem Flugzeugabsturz zu sterben. Aber jeder Flugzeugabsturz wird anders präsentiert. Auf jeden Fall. Jetzt will ich aber auch nicht die Medien verteufeln oder so, sondern es ist nun mal so, wie wir was aufnehmen, wie wir Realität aufnehmen und wie unser Gehirn funktioniert. Und deswegen, weil du vorhin meintest, wenn man unter so einen Post geht, dann ist da so der hier. Das ist was Neues. Ich bin mir auch sicher, SPD, CDU und so weiter, wie sollen die damit umgehen? Die sind zu alt dafür. Die verstehen ja Twitter nicht mal. So. Die werden sich auch nicht mehr. Nein, die werden sich nicht die werden mehr verstehen. Sich, die werden nicht, die jungen nicht Leute daraus kommen. Also die Jüngere. Die Sache ist halt, du musst schon... Also das ist Internetkultur. Also das ist so Trollkultur, Internetkultur. Ich glaube halt, weil man sich nicht persönlich gegenüber ist. Weißt du, natürlich. So, wenn du Auto fährst, ja. Ne? Ich auch, dann pöbelt man mal rum. Ne? Dann schloch so... Das hat ja seine Gründe. So, weil... Man sitzt schön in seinem abgeschlossenen Kasten. Genau. So. Und ich glaube, ein bisschen genauso ist es im Internet. Dadurch, dass man sich nicht gegenübersteht, sondern nur so dieses Handy in der Hand hat, glaube ich, ist man wegen viel mehr Kleinigkeiten, wird man viel eskalativer. So, ne? Und du bist anonym. Genau. Und es gibt anonym. Halt keine Schranke. Aber auch hier. Wenn du nicht anonym bist, das meine ich gerade zum Beispiel mit dem Hip-Hop-Beef. Ja, so. Ja, ja. Ja, die, es gab, wahrscheinlich gab es früher auch schon
genauso viele oder sogar mehr Beefs und die Beefs sind auch dann schneller mal darin geändert, dass jemand erschossen wurde. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass die Beefs aus valideren Gründen entstanden sind. So, weißt du, jetzt sagst du ich würde sagen einfach, dass du den Beef heute, also du kriegst heute, das, ich weiß es ja, das ist ja mein Geschäft, ja, du kriegst ja, genau. heute den Beef. Du kriegst heute jeden Furz mit. Das hast du früher nicht. Früher hast du einen ganz großen Beef, haben alle mitbekommen. Dann gab es kleinere Beefs, die hast du nur auf einer Jam gesehen. Da haben aus Hamburg haben nicht Leute gewusst, dass in Berlin sich gestritten wurde. Bis dann auch irgendein Konzert gestürmt wurde. Jetzt, genau, heute weißt du alles, alles. Guck mal, ich habe letztens eine News gehabt, da haben wir hier drüber diskutiert, da war eine News. In Australien hat heute in einem, keine Ahnung, Supermarkt ein Typ mit Messer zwei Leute abgestochen. Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist diese News für mich? Eigentlich gar nicht. Brauche ich die? Nein, ich brauche die nicht. Ja. Was ändert das für mein Leben? Ich meine, weißt du, wie mache ich das, dass ich das nicht höre? Und jetzt höre ich das, jetzt kann ich mich nicht dagegen wehren. Du kannst ja keine Schranke machen, dein Gehirn nimmt das auf. Das ist ein negativer Impuls. Was juckt mich, auf der anderen Seite des Planeten einen Messerangreifer so? Das, eigentlich völlig da, klasse. Das meine ich. Und das hätte ich vor 20 Jahren auch schon nicht mehr gehört. Also weißt du, deswegen, also das mit dem Beef, glaube ich auf jeden Fall, also habe ich jetzt keine Statistik drüber, aber ich schätzungsweise auch, es gibt Twitch, YouTube, es gibt Twitch sofort. Ich kann, du disst mich jetzt, in 4 Stunden antworte ich dir. Was glaubst du, wie viele Beefs sind schon in deiner Sendung angefangen? Angefangen? Also die Aussagen, wie viele Aussagen ja, sind ich glaube schon einige. Ausgetragen viele, angefangen, ja, ein paar auf jeden Fall. Auch benutzt als Plattform, aber das darfst du nicht missverstehen. Beef gehört zu unserem Kultur. Hip-Hop, Hip-Hop ist Competition. Auch genau, genau. Und viele Beefs, ich würde nie, also das ist ja die meistgestellte Frage, sind das Fake Beefs? Das nicht, aber die Leute sind schon in Rollen. Also man nimmt gerne auch mal was persönlich, weil man weiß, das klickt sich auch gut. Würde es im normalen Leben vielleicht eine Sache gar nicht so ernst nehmen. Aber man hat auch dann die Fans, die dich triggern. Ja, die sagen, ey, was sagst du denn eigentlich? Immer, der hat dich hier klein gemacht. Deswegen, ich meine, am Ende des Tages ist das auch ein bisschen eine eigene, ein Eigenleben. Das ist ja auch so Politik. Es ist wie Politik. Wir sagen ja immer, Anzüge tragen größtenteils. Genau, wir sagen ja immer, am Ende tragt ihr ja auch Anzüge, um uns zu blenden, um irgendwie so, weißt du, deswegen, ich find's angenehm, dass du normal kommst. Ich find's sowieso ein bisschen so, ja, weißt du, dieses Anzugding, Alter, das ist auch nur eine Blenderei am Ende, weißt du. Das ist auch altmodisch. Altmodisch, ne? Genau. Und also ich finde, du musst dich schon respektvoll anziehen, wenn ich jetzt... ja, ich meine, du kommst nicht mit vielleicht Hoodie, aber genau. Joschka Fischer hat das ja schon mal, damit hat er ja schon ein bisschen Sympathie damals geholt mit Jeans und so. Aber das ist mir egal, geh mit Anzug, wenn du willst. Aber ich weiß halt, beziehungsweise es ist nun mal Kleider machen Leute und es ist auch so ein bisschen Fassade und Fake. Am Ende mach deine Arbeit gut. Das ist es halt. Also das finde ich heutzutage halt auch ganz schlimm an der modernen Politik, dass viel so Blenderei so ist. Es geht eigentlich wenig darum, was genau gemacht wird, sondern wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, keine Ahnung, Annalena Baerbock fliegt zum Staatsbesuch nach Turkmenistan. Mhm. So, dann hast du da so geile Fotos, so ohne Ende auf ihrem Account geile Fotos so mit der Ehrengarde und dann auf irgendeinem Staudamm oder so. Mhm. Ne? Und was hat sie am Ende da gemacht? Das steht in keinem Post drin. Ne? Und also das ist halt auch so was, die politische Kommunikation. So die Leute, natürlich wollen die Leute nicht irgendwelche komplizierten Sachen hören. Ne? Natürlich wollen die Leute nicht, also ich glaube von den Leuten, die unser Wahlprogramm lesen, lesen wahrscheinlich 90% nicht das ganze Wahlprogramm mit seinen 95 Seiten, sondern lesen diese Zusammenfassung. Und so musst du auch kommunizieren. Aber du musst ein bisschen, du musst auf die Inhalte gehen und nicht so auf die Persönlichkeiten. So, das ist gar nicht das so wichtig ja, am Ende des Tages. Das ist aber auch sehr typisch menschlich. Wir brauchen Gesichter, wir brauchen Identifikation und so weiter. Wie willst du das machen? Politik ohne Gesicht? Nicht Politik ohne Gesicht, aber Politik, die halt in der Auseinandersetzung nur auf die Sache abzielt und nicht auf die Person. Das ist ganz schwer. Das ist ja menschliches Phänomen. Das ist ja gar nicht nur politisches Phänomen. Das ist ja in jedem Bereich so. Weißt du kaufst einem sympathischen Typen immer eher ein Produkt ab. Du kaufst einem sympathischen Lehrer lieber was ab. Oder die Glaubwürdigkeit. Es gibt ja diese ganzen Trickbetrüger ziehen sich ja nicht umsonst so gut an. Es gibt ja diesen berühmten Film Catch Me If You Can. Ja. Da sagt er ja auch. Die ganze Zeit im Anzug, also, ne?
Ja, also, klar. Nein, deswegen. Kleider des Königs, ne? Also, wir können jetzt auch nicht die menschliche Natur aushalten, ja, irgendwie. Ne? Ich find's gut, wenn du das sagst. Ey, ihr seid ja die Partei des Fortschritts. Was ist denn mit OpenAI, ChatGPT? Beschäftigst du dich damit? Auf jeden Fall. Also, wir arbeiten tatsächlich auch damit. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierige ethische Frage, ne? Weil was kannst du dir jetzt ein Wahlprogramm von einer KI schreiben lassen? Ist ja, kannst du sagen ja, kannst du sagen nein, aber also wir sind jetzt am Beginn der zweiten industriellen Revolution. Ja, so in das stimmt, ganz 50 bestimmt. Jahren wird unser Leben gar nichts mehr mit dem jetzt zu tun haben, weil das KI, AI wird unnormal krass sein. Ja, vielleicht haben wir dann auch alle schon so ein R2-D2 irgendwie neben uns herrollen. Deswegen, also natürlich, Partei des Fortschritts ist auch bei technischem Fortschritt immer ganz vorne mit dabei. Ja, ne? Ja, finde ich super. Weißt du, KI ist so ein Thema, ich bin voll Fan und bin auch voll hooked von Anfang an, bin voll drin. Wir haben alles hier, ich schwör's dir, mit unserem Mitarbeiter, alle und das ganze Team, wir sind verrückt. Wir, KI hier, neu da, Keynote, alles, ne? Aber natürlich macht uns das schockt uns auch, ne? Das irgendwie. Ist krass. Das macht Spaß, aber schockt auch. Das so macht gleich. Schon ein bisschen Angst auch. Ja, ne? Klar. Und überleg mal, das ist jetzt, ich habe jetzt einen Account bei denen, seit es die gibt, und das ist jetzt ein Jahr oder so. Die haben jetzt schon den dritten oder vierten Update. Junge, lass noch ein Jahr, ist schon crazy. Das wird exponentiell. Verbinde das hoch, mit, ne? Ja, es ist eine exponentielle Steigung. Verbinde das mit kennst du Boston Dynamics? Das ist eine Firma, die bauen diese Roboter. Oh, yeah, yeah. Diese menschlichen gehört. Roboter. Diese Hunde-Roboter. Mäßig, auch, ne? Ja, ja, ja. Die ja. Gehen auch voll viral. Ja. Die sehen so ein bisschen aus wie dieser südafrikanische Regisseur, der hat so einen geilen Film gemacht. Nils Blomkamp. District 9. So ein bisschen sehen die aus wie die. Und guck mal, ich versuche das positiv immer zu sehen, weil ich denke, ich habe auch mal darüber nachgedacht, was ist, wenn unsere ganzen Polizisten Roboter wären? So wie bei Chappie. Genau, ja. Dass du dann halt, der sieht dann deine Farbe nicht. Für den bist du nicht schwarz oder Jude oder Iraner oder Deutscher. Für den bist du Bürger, hast hier einen Fehler gemacht. Aber ich habe auch Robocop gesehen. Dann weißt du halt auch, oder weißt du, ich hab letztens, das läuft, ja, ja, ich hab, macht korrumpiert. Ich habe letztens so ein, von einem Experiment gelesen im Spiegel, das hat die US Army gemacht. Da sollte ein, also es war nur eine Simulation, aber eine Simulation, in der die KI quasi die Aufgabe hatte, komplett eigenständig ein feindliches Ziel zu zerstören. So, und dann konnte die KI das feindliche Ziel aber nicht so wie gewünscht zerstören, weil in der Nähe Zivilisten waren. So. Und dann wollte die KI quasi trotzdem das Ziel zerstören und hat dann von der Kommandostation die Anweisung bekommen, das nicht zu machen. Und dann hat die KI sich aber gedacht, mein Hauptziel ist die Zerstörung des feindlichen Ziels. Meine Kommandostelle hält mich davon ab. Also muss ich die Kommandostelle zerstören und hat die Kommandostelle zerstört. Da ist der Mensch, Faktor fehlt da dann, diese Dings. So, also aber deswegen, ich glaube... Aber wir sind early. Wir sind ganz am Anfang. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir aber uns jetzt darüber Gedanken machen, was wollen wir für eine KI haben, so, damit wir halt am Ende nicht in so einem Terminator-Szenario sind. Ja, ich meine, Oppenheimer irgendwann. Also irgendwann ist es so, dass es zu spät... Also, Bei Terminator ist ja, also hast du Terminator noch gesehen? Ich glaube nur den dritten tatsächlich. Ah ja, man muss den zweiten gesehen haben, damit versteht man alles. Voll der Filmfreak. Nein, das Ding ist, Alter, das ist schon wirklich crazy. OpenAI, Raketen, Terminator, dies, das. Also, das ist, mal aufpassen. Aber auf der anderen Seite hilft das natürlich, ne? Unglaublich. Und ich glaube eigentlich, irgendwann... In naher Zukunft kann unser ganzes politisches System vielleicht eine Revolution kriegen oder vielleicht eine Evolution kriegen, eine Veränderung, eine positive Veränderung, dadurch, dass wir Sachen können, die wir jetzt nicht können. Denn wenn du sagst zum Beispiel, wir können ja nicht jeden fragen, ja, oder die Piraten haben, jeder hat eine Basis, aber mit ChatGPT geht das. Theoretisch könnte jeder das machen, und die dann sagt man, Upload. Wir nehmen gemeinsamen Nenner, Beispiel jetzt auf. Ja, ja, klar. Das ist ja 10x deine Arbeit. So. Das macht ja aus jedem einen Superhuman. So. Also, ja, safe. Also deswegen, in den technischen Mitteln, das ist auch entscheidend für Demokratie. Benutzt du das auch für Jura, für dein Zeug? Für Jura tatsächlich, ich habe es mal probiert, als ich fürs Examen gelernt habe. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her.
dass ich das letzte Mal dafür gelernt habe. Und da musste ich feststellen, da war ChatGPT leider noch nicht gut genug dafür. Also, drei Vierteljahr? Ja, ungefähr. Wahrscheinlich jetzt sieht es schon anders viel besser aus. Ja. Ich bin auch in dem Thema immer drin und gucke auch. Ist interessant. Das wird immer besser, aber ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, sehr interessant, jemanden kennengelernt, Juristin aus Köln. Und die macht so ein Start-up. Und die ist auch technisch versiert. Und so Legal Tech. Legal Tech, genau. Und dann macht die so ein Legal Tech-Ding. Und wahrscheinlich, gehe ich sehr stark davon aus, pumpt die mit eigenen Daten, also die haben so einen eigenen Datensatz, den die dann ChatGPT geben und der kann dann helfen. Ne? Und die hat dafür eine Runde gemacht, Geld zu sammeln und so. Und sie sagte, ich habe dir gesagt, ey, hol dir auf jeden Fall Zuschuss auf jeden Fall von NRW oder so. Dann sagt die, das habe ich schon mal versucht und das finde ich auch so altbacken. Sagt die dann, die haben das, die verstehen das nicht. Anträge. Die sagen, ja, das ist ja keine eigene KI, das ist ja so eine Anbindung, API-Anbindung an ChatGPT, das hat ja gar keinen Sinn. Habe ich gedacht, immer, kapieren die das Internet nicht? Also das ist ja, das sind Sachen, wo ich denke, alle sind neu. Ja, alle sind, Mann, Glasfaser haben wir nicht. Dann, weil einfach ein Typ entscheiden konnte, dass wir das machen oder nicht. Der Kumpel von Kohl da damals doch in den 90ern. Ja, Leo Kirch. Ja. Kohl hat Geld bekommen, 600.000 Mark oder sowas. Und hat dann gesagt, Koaxialkabel, was für Fernsehen besser ist, weiß man. Ja. Glasfaser war damals schon, man wusste schon, dass Glasfaser viel besser ist. Und da wäre deine Partei eigentlich geil gewesen. Fakten nicht der Bauch entscheidet. Und halt nicht dieser Lobbyismus, nicht diese eigenen Interessengruppen. Ja, eigene Interessen, das ist scheiße. Lobbyismus ist ein Riesenproblem. Weißt du, ich glaube, der Punkt ist, dass man nur, wenn man sich davon abkehrt, vom Lobbyismus, von diesem ganzen Ideologischen, kann man die Leute wieder überzeugen, wirklich Politik zu machen. Ey, die Leute nehmen Politik doch gar nicht mehr ernst. Ja, voll. Ne? Also war jetzt hier, wie heißt der, Rap or Die, dieser YouTuber, hat ja Wahlplakate aufgehangen von Kollege Farid Bang und Shindiso. Ne? Und dann ist Farid, ist ja sogar nach Bochum gefahren, hat sich hingestellt, hat, was ich gesagt habe, was ich gut fand, hat sogar gesagt, ey Leute, geht wählen, aber natürlich wählt mich so, ne? Und das war ja im Grunde ein Scherz, ne? So, ich sag mal, Farid, wenn du mal ernsthaft Politik machen willst, wenn du ein bisschen was lernen willst, komm gern vorbei, wir treffen uns in Köln. Aber so am Ende des Tages zeigt ja, dass quasi Politik ist ein Witz für die meisten Leute, die nehmen das gar nicht mehr ernst, die nehmen die Leute da nicht ernst. So, und das kannst du nur ändern, ja, wenn du dann ein bisschen so mehr Ehrlichkeit wieder reinmachst, ja, ein bisschen Menschenverstand, weißt du? Ja, oder wenn du so eine Scheiße hörst wie Maskendeals. Ja, genau, Jens Spahn. Das ist doch ein Witz, Alter. Das ist ein Ehemann. Witz. Ja, klar, genau. So, ne? Und ja, man kann es einfach machen. Transparenz, Korruption weg, Leute richtig bestrafen, so Leute auch haftbar dafür machen. Hast du das mit Andi Scheuer mitbekommen und der Maut? Junge. Oder mit dem redest du. Ja, ne? Hey, ich sag dir eine Sache, das Interessante, was du gerade gesagt hast, ist sehr interessant, weil das mein Thema, mein Lieblingsthema ist, warum kann man Politiker nicht haftbar machen für Sachen, und zwar, dass man sie noch, nachdem sie gedient haben, dem Volk gedient haben sozusagen, gearbeitet haben, hingehen kann und sagen kann, ey, wie eine CEO, der Insolvenzverschleppung macht oder irgendwas, oder den Laden kaputt gemacht hat, der muss doch auch irgendwie, also klar, ne, man muss, hey, was ist hier schon wieder, Alter? Ultras Marsch von Düsseldorf. Oh mein Gott, spielen die heute? Ja. Mein Gott, sorry, ey. Alles das gut. Ist, wenn du einen Laden mitten in der Stadt hast, ey. Ich finde aber, ehrlich gesagt, ich habe so einen Softspot für so Ultras und Fangesänge. Ja, geil. Und so. Hast du einen Verein? Nicht wirklich mehr. Guck mal, also ich werde jetzt ganz viel Hate bekommen, weil ich wurde als Bayern-Fan erzogen. Ja, dritte gut, Generation. Mein Vater war Bayern-Fan, mein Großvater war. Bist du ja nicht schuld. Ich war immer Bayern-Fan. So, ne? Dann irgendwann habe ich aber keinen Bock mehr gehabt auf diese ganze FIFA-Business-Scheiße. So, ne? So WM in Katar pro Deutschland-Spiel sterben 120 Leute für den Stadionbau. Das ist doch Müll. So, ne? Und dann hat sich einfach so, also zum Profifußball ist meine Liebe ist komplett gestorben. Ich meine, ich wohne seit 8 Jahren in Köln, natürlich der FC, ne, der gehört zur Identität der Stadt einfach. Und ich war dann zum Beispiel mal beim Drittligaspiel von Viktoria Köln. Das macht Bock, das ist geil. So, wir sind auch immer Amateurfußball unterwegs, das macht auch richtig Bock. Halt du bist halt, guck mal, unser Präsi, der mäht den Rasen noch selber und so. Ich muss immer ein bisschen aufpassen auf Familienfeiern und Weihnachten, weil der Cousin von meiner Mutter ist der DFB-Präsident. Ja, okay, so. Und inzwischen habe ich schon Maulkorb bekommen. hat meine Oma letztes Weihnachten gesagt, du redest nicht mehr mit dem über Fußball, weil ich dem so auf den Sack gegangen bin und gesagt habe,
Was ist das für eine Scheiße? Hey, nimm das mal bitte auf, bisschen, dann können wir das noch reinkarten. Ja, geil. Aber du weißt, so diese Gesänge, so dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, ich finde das auch geil. Es ist ja, es ist, Fußball ist ein ganz eigenes Thema mit. Auch sehr politisch. Dem, ja, es, total. Das ist ja sogar, Mann, das ist eine weltweite Geschichte. Ja. Die können Druck auf Länder machen. Also FIFA. Das, ich finde, meiner Meinung nach, zu viel Power. Ja. Also politische Entscheidungen. Für den Sportverband auf jeden Fall. Ja, oder? Viel zu viel. Für wir spielen nur Fußball. Ja. Nee, nee. Ganze Länder werden da ruiniert. Oder andersrum. Hier, Südafrika. Ja, irgendwelche Länder bauen irgendwelche Stadien. Natürlich, die kein Mensch braucht. Ja. Und wer bereichert sich? Zwei Politiker oder so haben dann das. Hör mal auf. Ich weiß noch, als Blatter mit Dollarschein beworfen wurde. Ja, das war bei der Pressekonferenz, Bruder. Mit dem Es ist halt, es ist wirklich, das finde ich richtig crazy. Das ist ein anderes Thema. Also ich muss sagen, ich finde, wir haben dich ja auch eingeladen, weil wir es ja eh interessant fanden. Ich finde auch, du bist ein interessanter Zeitgenosse. Und ich finde es halt gut auch, dass du jung bist einfach. Ich habe, ey, wirklich, man denkt sich die ganze Zeit, ey, Alter, verstehen die Alten überhaupt noch die Themen so? Das also ist ja krass, bitte, ich meine, früher war das ja so, ja, der hat einen Bart, der hat einen Anzug, der versteht die Welt. Heute denke ich, der hat einen Bart, der Anzug, der versteht die Welt nicht, weil die Welt hat sich verändert und die haben sich nicht mitverändert, weißt du? Und sind die größte Wählergruppe, ne? Das ist ja, wir haben ja, Deutschland ist ja eine super demografisch gesehen ein altes Land. Ja. Ich glaube, wir und Japan sind so die ältesten Länder der Welt. Da waren wir, sollen wir noch CDs verkaufen? Oh Mann, ey. Ja, oder warten, bis alle wegsterben. Ich finde aber auch, das Alter ist nicht mal immer das Problem, also auch natürlich, und das ist jetzt einfach für mich als junger Mensch auf die Alten zu haten. Nein, sondern, aber ich finde, das Charisma ist so ein bisschen verloren gegangen. Also ich bin ja, ich erinnere mich ja noch an Schröder als Kanzler. Ne? So. Schröder war für mich damals so der lustige Onkel, der einem Spielzeug mitbringt, wenn er zur Familienfeier kommt und dann ordentlich Bier trinkt. So, ja, ne? Geile so Stimme, hat man sich so, geile genau, Redensart. So war so ein bisschen Kumpel, ja. Hat man sich ganz wohl gefühlt. So, dann kam Merkel, ne, Mutti einfach, so, die hat auch viele Fehler gemacht, aber man hatte schon irgendwie immer so das Gefühl, am Ende des Tages ist die Mama, ja, passt so ein bisschen auf. Der Olaf Scholz, der hat das Charisma von einer Kartoffel. Der ist so der angeheiratete Onkel, überhaupt, den du nicht leiden kannst. Ich habe noch nie einen Bundeskanzler, guck mal, ich bin schon lange in Deutschland und ich bin seit Kohl hier. Und es ist so krank. Ich habe noch nie einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin weniger gesehen als ihn. Ich weiß, manchmal denke ich, ist er noch Kanzler? Wo ist der, ne? Das ist ja eine Katastrophe. Da auch von Anfang an, weißt du noch, was auf seinen Wahlplakaten stand vor seiner Wahl? Da war so er so drauf und dann stand da drunter Kanzler für Deutschland. Das war sein Wahlspruch. Der hat einfach nur gewonnen, weil Baerbock und Laschet verkackt haben. Und weil Merkel nicht mehr gemacht hat. Das ist ja, es ist ja auch ein, guck mal, es ist ja auch irgendwo, das ist ja auch das Ding. Meistens gewinnt Bekanntheit, bekanntes Gesicht gewinnt. Merkel, hätte die sich zur Wahl gestellt, hätte wahrscheinlich wieder gewonnen. Einfach weil die den Vorteil. Die wird auch jetzt wieder gewinnen. Wenn die jetzt sagen würde, ich komme wieder, dann. Es ist halt so ein menschliches Problem, so dieses ganze, wir wählen ein bekanntes Gesicht, wir vertrauen ihr, scheißegal was das Programm ist. Genauso wie bei der AfD. Ich bin mir ganz sicher, dass super viele Leute, die AfD wählen, das Programm nicht lesen. Ja. Wenn die es lesen, das ist feindlich gegenüber, die meisten Wähler sind nicht damit gemeint. Ich glaube, ich das auf Instagram irgendwie mal gesehen, so eine Statistik quasi, wo die Leute, die AfD wählen, vom Einkommen her herkommen. Ja. Und da merkst du, das sind quasi eher einkommensschwache Gruppen. Und wie die Wirtschaftspolitik der AfD, wenn man sie umsetzen würde, diese Gruppen beeinflussen würde. Und die Wirtschaftspolitik der AfD, so, ne, die geht nur auf die Unternehmen. Das ist eine super liberale Partei. So. Ja, die sind auch liberal und super liberal. Ja. Und da geht es nur um, die wollen Renten kürzen, die wollen alles. Die wollen Hartz abschaffen. Ja. Die wollen so ein bisschen. Und vor allem, da denke ich mir so, warum wählt ihr die? Aber die Leute gehen auf einen Punkt halt. Ne? Dieses. Böse Ausländer. Ja, wir, die, die Identifikation. Inklusion. Ja, klar, so. Ganz easy. Und das machen die. Das funktioniert da leider die ganze Zeit. Das ist immer die Scheißpolitik. Ja. So, du kannst nicht sagen, wir gegen die. Du kannst nicht sagen, wir Deutschen gegen die Ausländer. Du kannst nicht sagen, wir Arbeiter gegen die Reichen. So. Das funktioniert nie und meistens ist es in der Sache falsch. Also, weißt du, was das Wort Deutsch bedeutet? Deutsch selber kommt natürlich vom altdeutschen Teutsch und bedeutet zum Volke gehörig.
So, das heißt, wenn du sagst, das deutsche Volk, dann sagst du, das Volk, das zum Volk gehört. So, was ist ein Volk? Ein Volk sind, also zumindest nach juristischer Definition, ich habe im Schwerpunkt Völkerrecht gemacht, ja, ist ein Volk eine bestimmte Gruppe von Menschen, die zu bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort lebt und dabei sich einem bestimmten System kollektiver Regeln unterwirft. So, gut, das heißt, gute Definition eigentlich, ne? Einfach, kurz gesagt, alle, die hier jetzt gerade leben, also so ein, sind deutsch. Also geht's dir, du bist so ein Typ, wie nennt man diese Verfassungstypen, die sagen, ey, du kannst hier im Land machen, was du willst. Es gibt nur eine Sache, die du machen musst. Halt dich an das Grundgesetz. Ja, definitiv. Aber es gibt ja auch Leute, die darüber hinaus noch Sachen wollen, verlangen. Also ich sag, guck mal, der erste Satz von unserem Wahlprogramm ist, alle Menschen sind frei und gleich geschaffen und haben das Recht auf die individuelle Verwirklichung ihres persönlichen Glücks. Hm. Und das, mehr müsstest du eigentlich gar nicht an einem Wahlprogramm schreiben. So, das bedeutet natürlich, wenn ich mein individuelles Glück verwirklichen möchte, dann muss ich dabei auch dein individuelles Glück verwirklichen. So, ne? Aber das ist der einzige Anspruch, den ich und auch letztlich die Partei an die Menschen haben. So, jeder soll glücklich sein, wie er ist, solange er den anderen lässt. So, das musst du akzeptieren. So, es ist mir egal, ob du schwarz bist oder weiß bist, so, ob du Deutscher oder Iraner bist, für mich bist du übrigens Deutscher, ob du glaubst oder nicht glaubst, so, ob du einen kleinen oder einen großen Schwanz hast. Ja, weißt du, scheißegal, Hauptsache du machst an dein Ding, ohne anderen Leuten was zu verbieten. Ja, so ein bisschen, ne, christliche Grund, die goldene Regel des Christentums. Ja, Nächstenliebe halt. Also klar, ich bin auch christlich sozialisiert natürlich, aber ich finde es auch einfach, also für mich ist das eher Humanismus. Humanistisch haben wir, ich bin ja als Perser, haben wir das auch, im persischen uralten Kultur gibt es das auch. Interessant, dass du sagst, für mich bist du übrigens deutsch. Was bedeutet das? Also, naja, siehst du das? Ich bin im Iran geboren. Ja, das weiß ich. So, ne? Ich bin hier groß geworden. Und deswegen bist du sicherlich auch irgendwo Iraner. Aber, genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Man ist ja, also ich sehe mich immer, ich sehe das eine Bereicherung. Es gibt, also ist evident, wenn du bilingual aufwächst, hast du ein anderes Gehirn, hast du eine ganz andere Sicht auf die Welt. Habe ich. Ich habe drei, ich spreche ein paar Sprachen gut. Ich glaube, vier spreche ich fließend. Und ich sehe die Welt echt strange, Mann. Also es ist echt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, eine Sprache nur zu sprechen, weil ich habe immer so mein... Spannend auf jeden Fall. Ja, es ist, also alle, die mehrere Sprachen, also zweisprachig aufgewachsen sind, hier, was weiß ich, in Deutschland gibt es ja viele, die werden mich verstehen. Es ist nicht wie Englisch noch in der Schule lernen, aber das kommt dem nahe. Aber für mich ist das so, ich kann mit einigen Sprachen, es gibt Themen, die kenne ich mit der einen Sprache besser. Und es gibt so Themen, die kenne ich zum Beispiel mit meinen Eltern, wenn ich emotional mit denen rede über irgendwas, Oma oder so, dann rutsche ich ins Farsi rein. Das sehe ich nicht anders. So. Das kenne ich von der Mutter von meinem Mitbewohner. Der ist halb Italiener von Haus aus und das war früher auch immer so, wenn der Scheiße gebaut hat, genau, dann auf einmal Italienisch. Ja, ich kann auch nichts dafür, aber ich mache immer alles klar. Also alle Sprachen sind in meinem Kopf gleichzeitig. Das ist interessant. Aber ich will nur sagen, ich finde das als eine Bereicherung und ich würde, wenn du mich fragst, überhaupt gar nicht sagen, ich bin Deutscher oder Iraner. Ich sage immer beides. Also ich sage immer zu dir... Ich meine auch gar nicht, das ausschließen. Also, nee, ich sage dir nur, wie ich das für mich sehe. Aber... genau. Zum Beispiel, ich war gerade letzte Woche in New York eine Woche lang. Ich finde es immer interessant. Ich war mit ein paar Jungs in New York und die haben alle Migrationshintergrund. Ein paar sind Türken, einer ist Iraner und einer ist auch Kurde und so. Und dann habe ich die mal gefragt, als wir da waren, haben wir eine Truppe Leute kennengelernt und haben gequatscht mit denen. Die kamen aus, keine Ahnung, aus einem Teil der Welt. Und dann habe ich gesagt, ey, was sagen wir denen, was wir sind? Einfach, weil plötzlich kam mir dieser Gedanke, das ist ja richtig, wenn hey, where you guys sagst. From? Ja. Und dann, from Germany. Aber dann haben die schon uns angesagt, ja, aber irgendwie Germany? So, die erwarten natürlich was anderes. Und dann habe ich auch gedacht, was sag ich denn jetzt? Na, I'm German oder was? Weiß ich nicht. Also dieser Gedanke hat mich so ein bisschen, muss ich so lachen. Kann ich weil was ist denn, was bin ich denn, wenn ich mal, oder was ist denn, wenn ich nach Amerika emigriere? So, ich bleibe jetzt 10 Jahre da. Was bin ich denn eigentlich? Sage ich dann da immer, ja, ich bin Deutscher oder bin ich Iraner oder bin ich dann auch, also das ist, manchmal mache ich mich ja verrückt. Ich finde halt, dass das eine das andere nicht ausschließt. So, ne? Also du kannst Iraner und Deutscher sein. Du kannst auch, wenn du jetzt 10 Jahre in den USA lebst, dann bist du Iraner, Deutscher und Ami. So, ne? Ja. Ich finde... Also ne, mir geht es vor allen Dingen darum, ich finde diese Blut- und Boden-Theorie, die so die AfD zum Beispiel hat. Ja. Die AfD würde niemals zu dir sagen, du bist Deutscher. Ja, im Leben nicht. Da kannst du 50 Jahre hier leben, da kannst du Deutsch wie Goethe sprechen. So, ne? Da kannst du, ich spreche besser als Deutscher. So, ne? Und nein, ich das verstehe, ist nein, halt der nein, Punkt. Klar. Ich finde, ein bisschen so diese Definition, die ich am Anfang gebracht habe, so, wenn du hier lebst,
lang genug, ich kann dir jetzt nicht sagen, 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, lang genug hier lebst, wenn du Teil der Gesellschaft bist, so vielleicht die Sprache sprichst, so ist schon wichtig, sag ich mal, aber es geht am Ende des Tages darum, dass du die gesellschaftlichen Normen akzeptierst, dann bist du Deutscher. Ja. Also, sobald du dich in diese Gesellschaft integrierst, als Teil dieser Gesellschaft fühlst. Weil total. Ich hab, das Ding ist halt, wie nennt man das? Du bist Jurist. Ius soli, was bedeutet das? Ius soli. Ius soli? Noch nicht gehört. Das müsste eigentlich heißen... Geburt. Ach so, das meinst du. Also wenn ich in Deutschland geboren bin, bin ich Deutscher. Ja. Das Territorialitätsprinzip. Genau, genau. Das haben die in Deutschland erst vor einigen Jahren eingeführt. Das ist dadurch ist mein Bruder, der hier geboren ist, hat er erstmal keinen deutschen Pass. Jetzt überleg mal. Ich habe vor ihm einen deutschen Pass und ich bin hier nicht geboren. Also merkwürdig. Und das ging vielen Menschen so. Ich habe einen Kumpel, Savas, der ist hier geboren so und hat einen türkischen Pass. Der muss jedes Jahr oder so einmal hingehen zum Ausländeramt und muss den beweisen, dass er kriegt keinen Deutschen, Deutsch redet. Und er kriegt keinen Deutschen. Ja, das Ding bei ihm ist, er hat sich aus dem Militärdienst damals rausgekauft. Ja. Und er hat, glaube ich, ein bisschen Angst, wenn er in die türkische Botschaft geht oder so. Ach so, dass sie dann sagen so, hey, ja, komm erstmal, ja, ich weiß, komm erst mal 2 Jahre Muskeln, Wehrdienst. Ja. Das ist ein interessantes Thema, ja. Aber mir geht's da, nein, alles gut. Also warum ich das auch sage, mir geht's so ein bisschen um dieses philosophische Gemeinschaftsgefühl, weil ich find's so, guck mal, ich wohne in Kalk seit 8 Jahren. Ja. Wenn ich von mir zu Hause zur Bahnstation gehe, höre ich 20 Sprachen und keine davon ist Deutsch. So. Aber trotzdem käme ich jetzt nicht auf den Gedanken zu sagen, ich lebe nicht in Deutschland. So, ne? Ich finde, wir sollten halt aufhören und die Zugehörigkeit zu unserer Gesellschaft, weil so ist es ja, man sagt ja, wir sind Deutsche. Die deutsche Gesellschaft, wir sind in Deutschland, der deutsche Staat. So, wir sollten aufhören, die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft, die Zugehörigkeit zum Deutschsein zu stellen. Ja. So anhand von, wie gesagt, Geburt oder so Mut zu definieren. Ne? Weißt du, was das ist? Das entmutigt dich. Das kann ich dir ja aus meiner Situation sagen. Ich bin ja Flüchtlingskind hier, ich bin aus Kriegsflüchtling, bin ich. Guck mal, das entmutigt dich, wenn du mit einem Deutschland-Trikot irgendwo auftauchst und die Leute sagen zu dir, warum hast du ein Deutschland-Trikot an? Das habe ich schon erlebt. So, du gehörst nicht dazu, mäßig. Warum überhaupt? Und das ist so unlogisch. Also es entmutigt dich, wenn du hier geboren bist und die sagen aber kein deutscher Pass und so weiter. Aber es ist natürlich am Ende des Tages, ich habe meinen Eltern mal gesagt, Mann, ihr hättet echt in viele europäische Länder auswandern können. Da wäre ich vom Phänotyp gar nicht aufgefallen. Ja, also du bist genau hier hingekommen. So. Italien, die sprechen Italienisch mit mir. Griechenland war ich schon. Spanien ist man immer einheimisch. Franzosen gehalten irgendwie. Ja, du hast ja diesen Bart, diesen Croissant-Bart. Ja, so, ich habe einen Croissant-Bart. Ja, man, du bist so ein Friedrichshain-Typ. Aber Köln, ja. Wo wohnst du in Köln? Kalk, warum nicht in diese, wie heißt dieser Song da nochmal? Gibt da diesen Song von diesem Rapper aus Köln, dann hat er diesen... Bergische Viertel. Bergisches Viertel, Aachener Straße. Ja, das war dein Style. Würfel, paar ticken Nase. Ja. Nee, tatsächlich. Kalk ist günstiger. Also das war ursprünglich einfach der Grund, so als ich vor 8 Jahren dahin gezogen bin. Aber ich bin auch nochmal innerhalb von Kalk umgezogen. Ich hätte auch woanders hinziehen können. Aber ich liebe Kalk. Ja. Weil zum einen, ich finde das richtig geil. Ne? Und hier sprechen wir wieder über Kulturen, die sich vermischen. In Kalk ist auf der Straße immer was los. Ja, klar. So, wenn du in so ein schönes Viertel in Köln gehst, wo die ganzen... Da ist gar nichts. Digga, ich gehe bei mir in Kalk auf die Straße, da sitzen vor jedem Geschäft sitzen Leute rum. Das finde ich richtig geil. Ja. Und ich habe ja gesagt, guck mal, ich bin Zahnarztkind. Meine Eltern hatten die meiste Zeit in meinem Leben sehr viel Geld. So. In Kalk zu leben, das gibt mir Demut. Weil ich sehe jeden Tag... Ich muss nur den Menschen, mit denen ich in der Bahn sitze, in die Augen gucken. So, und ich sehe jeden Tag, dass andere Menschen es nicht so gut haben im Leben, wie ich es hatte. Und das finde ich gut. So, das, wie gesagt, das schenkt mir was. Und irgendwie will ich da auch nicht mehr. Alle meine Freunde lachen mich aus. Ne? Alle sagen immer, komm nach Ehrenfeld, komm ins Bergische Viertel. Warum wohnst du immer noch in Kalk seit 8 Jahren? Nein, ich sage immer, nein, Leute, kommt nach Kalk. Lebt in Kalk, das ist gut für euch. Also, gerade für die Allmann-Kinder. Ja, interessant. Ja, ich meine, das ist sehr interessant. Weißt du, kennst du diesen Spruch von Friedrich Merz, wo er mal gefragt wird, wie er sich so selber wirtschaftlich sieht? Und er sagt... obere Mittelschicht oder so, ne? Ich habe 2 Privatjets, aber ich bin obere Mittelschicht. Ja, sowas finde ich total crazy, dass so ein Typ dann dahin geht und sagt,
die, keine Ahnung, Araber hier in Berlin haben eine Parallelgesellschaft. Ja. Digga, du bist eine Parallelgesellschaft. Du bist eine eigene Parallelgesellschaft. Halt und das ist halt irgendwie mein Problem mit Politik. Und ich denke, viele haben das Problem, dass es so Karrieremenschen ist. Ja. Weil Friedrich Merz kann mir nicht erzählen, und viele andere übrigens auch, Amthor auch, kann mir nicht erzählen, dass sie irgendein Ideal da fühlen. Das ist alle, die ihr Biss machen. Die könnten genauso gut in der Anwaltskanzlei sitzen. Die könnten vor allem in jeder Partei sitzen, das ist völlig egal. Und die würden ihr Ding durchziehen und die würden ihr Ding machen. Mann, der Typ war 10 Jahre, ich weiß, fange ich schon mit so einem Bashing an, aber ja, der war 10 Jahre BlackRock. Hör mal, bist du dumm? Hör mal, für mich, das Wort Parallelgesellschaft ist bei BlackRock, wurde das definiert. Erzähl mir doch nichts. Der hat doch mehr Geld, als Geld überhaupt Geld hat. Also, er hat ja. Einen scheiß Privatjet. Er hat Zugang zu Geld. Das ist ja geil. Und natürlich hängt er ab mit Chefs vom Chef vom Chef. Und die haben alle so viel Geld, dass der sich so arm fühlt. Weißt du? Wahrscheinlich meinte er das noch ernst. Weißt du? Ja, klar, hast du gegen den ganzen. Komplett verblendet. Und das kann doch kein Bürgervertreter sein. Nein. Guck mal, ich gönne ihm das Geld. Soll er das haben? Mach, flieg. Aber mach einen anderen Job. Weißt du, das ist mein Problem. Grund, mit, und die ganzen Beratertätigkeiten nebenbei, wo ihr auch, entschuldige, wenn ich so unterbreche, weißt du, die ganzen Politiker machen ja noch so Beratertätigkeiten. Ne? Warum? Kriegt ihr nicht genug Geld? Vor allem, die beraten ja auch gar nichts. Das ist ja, man will ja nur an irgendeinem Tisch, irgendwo. Ja, so für Klüngel, Einfluss. Man will nur Einfluss, natürlich. Das ist der einzige Grund, warum ich die Interviews hier mache. Wenn ich Politiker kennenlerne, die irgendwann groß sind, die mit mir dann... Du spielst das Wrong-Game. Ey, Bro, man muss investieren in die Jugend. Ey, Bro, bist du in Brüssel? Dings, kann man da was machen? Ja. Oh, Mann. Ey, und wenn du jetzt gewählt wirst, bist du dann einfach in Brüssel? Ja, Tatsache. Also hin und her fahren oder fest? Ich glaube, ich würde da hinziehen, tatsächlich. Also natürlich, das ist, der Gedanke kommt dann auch auf. Ne? Und es ist halt wirklich nicht so unwahrscheinlich. Also uns müssen nur genug Leute wählen. Ich weiß nicht. Wie viele? Was ist die Zahl? 0,7% sind das oder 0,6%. Und das sind effektiv, ich glaube, 277.000 Leute so ungefähr. So, als absolute Zahl ist das sehr, sehr viel. Ne? Aber du musst halt auch sehen, die sonstigen Parteien, wo wir ja dann auch drunter fallen, sind im Moment in den Umfragen bei 13%. So, das heißt, von denen muss uns nur jeder 24. wählen, plus minus, und wir sind schon dabei. Leute. So, deswegen wählt die PDF, wählt die PDF, ihr werdet es nicht bereuen, ohne Scheiß, wir sind besser als der ganze andere Müll, den ihr bisher so kennt. Ist so. Also nach Brüssel ziehen auf jeden Fall. Ne? Ja. Du aber und die beiden anderen? Wie meinst du die beiden? Du hast ja noch Gründerfreunde? Ach so. Parteileute? Oder hat das jetzt so gemacht, dass das deine Position ist? Also es ist halt, tatsächlich die Gründer sind nicht automatisch die Kandidaten. Ich bin auch Kandidat. Okay. Aber tatsächlich, also ich würde nicht von jemandem erwarten, der nicht auch in das Parlament da gewählt wird, dass der da hinzieht. Mhm. Ne? So plus, Köln und Brüssel ist ja auch jetzt nicht so weit weg. Aber ich habe mir halt überlegt, ne, und das ist auch so ein bisschen, dass, also Olaf Scholz, ja, wohnt, ich bin bei Bashing, da bin ich bei Scholz auch ganz vorne mit dabei. Also, der ist auch Olaf leicht, Scholz, der wohnt in Potsdam. Ja? Ja. So, okay, Potsdam, Berlin, das ist jetzt keine weite Strecke. Was dauert das? 40 Minuten oder so. Aber das sind 40 Minuten jeden Tag, die der noch nicht am Arbeiten ist für uns. Und genauso, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nicht nach Brüssel, ich bleibe hier in Köln wohnen, dann müsste ich ja für jede Sitzung, müsste ich ja 2 oder 3 Stunden Zug. Jeden Tag fahren. Ja. So, und deswegen allein würde ich nach Brüssel ziehen, damit ich auch wirklich die Zeit habe, so meine Arbeit zu machen. Deswegen würde ich auch keine Nebenbeschäftigung haben. Ne? So, wenn du dir diese Tabelle anguckst, wie viel Bundestagsabgeordnete an Millionen verdienen neben ihrem Job, da denke ich mir, wie kann das sein? Wo hast du die Zeit her, neben deinem Job als Abgeordneter noch zu arbeiten? Die geben mir einen Namen. Ja. Die geben ihren Namen einfach irgendwo und so weiter. Die Leute schmücken sich mit Politikernamen. Und ich finde, ich verstehe, jeder hat irgendwie Bock auf ein Side-Hustle, so Money-Making ist immer... ich finde, wenn du findest, das ist zu wenig Geld, und ich finde, das ist sehr viel Geld. Ich finde, einige Politiker... Du kriegst 8.000 Euro netto im Europaparlament. Oder ne? Ja, damit bist du 1% der reichsten Menschen in Deutschland vom Lohn her. Was willst du denn dann noch? Ich meine, klar, einer ruft dich an, ey, guck mal hier, setz dich mal hin, kriegst einen Zehner. Ja, aber wenn du findest, das ist dir zu wenig, dann geh in die Wirtschaft, ist okay. Ja, dann mach BlackRock. Dann mach BlackRock. So, kriegst du, klar. Also. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber ich finde irgendwie,
Theoretisch müsstest du, guck mal, ich habe Hip-Hop angefangen, da gab es kein Geld. Ich habe bei hiphop.de angefangen, da gab es überhaupt kein Geld. Und ich habe immer noch mehr gearbeitet, weil ich mich aufgegangen bin darin. Ne? So, klar, ich verdiene jetzt Geld, das hat sich verändert durch auch YouTube und so, aber das wusste ich ja vorher gar nicht. So, ich wünschte mir, dass alle irgendwie Politiker sagen, in der Theorie würde ich es auch umsonst machen. Dann geht Politik. Und ich gönne auch 8.000 Euro. Ich gönne auch 10. Aber dann ist auch gut, Alter. Du kriegst doch deine Fahrer, dein Büro, deinen noch alles, Zuschuss. Wenn du es einmal da geschafft hast. Alter, was willst du noch? Oder weiß ich nicht, Alter. Aber genau, ja, Habgier. Genau das, also das. Hirn frisst alles. Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn, ja. Ist halt echt so. Ist halt echt so. Ich verstehe das auch nicht. Also ich denke mir, wie gesagt, ich finde den ethischen Aspekt auch dahinter so krass. Also du bist gewählt als Vertreter der Menschen, das ist dein Job. Und wie du sagst, du wirst dafür schon echt fürstlich bezahlt. So, ne? Und dann denkst du dir, okay, ich gucke jetzt aber nicht auf die Menschen als Ganzes, sondern da gibt es diesen Lobbyverband. Ja, und der lädt mich jetzt ein zu einem Wochenende, schön Champagner. Hier, was war doch auch, Amthor haben wir jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, Amthor ist Monaco, doch auch. Der war doch in Monaco da unterwegs. So. Denke ich mir, wie kannst du, das ist ja nicht nur der eine Moment, das ist ja nicht so, sollen wir dir 100.000 Euro aufs Konto überweisen? Ja, gerne, fertig. Sondern das ist ein Prozess. Du setzt dich in dein Auto, so fährst zum Flughafen, so guckst auf dein Handy, du weißt die ganze Zeit, weißt du, ich lass mich jetzt hier... Juristisch gesehen ist das Mord, nicht Totschlag. Der hat die ganze Zeit den Plan. Ja, so kann man so sagen. Nein, aber ich will nur sagen, für mich wäre das so, ey, der hat da hier ein Gespräch 3K abgesneakt, dann ist, gut, mein Gott, das war mal ein schwacher Moment. Aber wie du sagst, das ist monatelanger Aufwand. Ja. Hat er nie darüber nachgedacht, das kann ich nicht machen? Nee, genau. So, aber ich muss noch was anderes fragen. Ist das er? Oder ist das System, in das man reinkommt und dann sogar komisch angeguckt wird, wenn man es nicht macht? Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir eine eigene Partei aufgemacht haben, ne? Weil wir keinen Bock auf dieses Durchsetztsein von Lobbyismus Klima. Haben. So jede, also ich sag mal, wenn du jetzt einfach mal von 1000 CDU-Politikern guckst, wie viele Lobbyisten die jeweils in ihrem Handy eingespeichert haben, dann ist die Durchschnittswert wahrscheinlich sehr hoch. Ne? Standard, so, das ist klar. Alles so eng. Ich meine, ich komme aus Köln. Ne? Der Klüngel gehört bei uns zur Stadtkultur. So, Klüngel, also dieses Korruption, Connections, so ein bisschen. Du weißt das wahrscheinlich als Düsseldorfer, aber vielleicht viele Zuschauer nicht. Ach, das Wort Klüngel ist nicht deutschlandweit bekannt? Ich weiß nicht. Weil Geklüngel sagt man doch, oder? Geklüngel ist der hier, oder? So, ne? Und ich glaube schon, dass es so ist. Also wenn nach der Wahl, wenn wir die 275.000 Stimmen haben und ich marschiere da zum ersten Mal ins Europaparlament rein und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dann dauert es nicht lange und dann kommen sie, wie die Geier, kommen die ganzen Lobbyisten dann an. So, dann die ist wahrscheinlich habe ich dann erstmal in der ersten Woche 100 Anfragen für ein Treffen im E-Mail-Postfach. So, ne? Und dann werde ich halt auch sagen, Leute, finito. Zum Beispiel bei uns als Partei ist es so, wir haben ein Spendenmaximum pro Jahr. Okay. Du kannst uns als Partei, kannst du uns 150.000 Euro im Jahr maximal spenden. Mehr geht nicht. Das ist immer noch eine hohe Summe. Ne? Klar, Politik geht nicht ohne Geld, muss man leider einfach sagen. Es wäre schön, wenn man kein Geld bräuchte, aber es ist so. Aber um eben genau das zu verhindern, dass eben so reich, dass man sich abhängig macht von reichen Leuten. Aber das wird sicherlich sauer aufstoßen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Leute dann irgendwie so angepisst sind. Ne? Und dass man, also bestimmt, ich bin ja nicht im Game. So, ne? Wie gesagt, wir sind ja eben, wir wollen ja erst quasi rein ins Game. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann zum Beispiel so ist, dass du hast den Politiker und den brauchst du, um mit dem einen bestimmten Beschluss durchzukriegen. Und dann sagt er zu dir, ey, ich mache diesen Beschluss aber nur mit dir, wenn du dich mit meinem Lobbyfreund hier triffst. Ja, klar. So, ne? Na klar. Also wir werden wahrscheinlich am Anfang ein bisschen unbeliebt sein, definitiv. House of Cards ist das. Das ist, wenn du das kennst, also ja, es ist am Ende ist es ja so. Es ist dann so, klar, ich mache das für dich, aber du musst auch was für mich machen. Du machst mir einen starken Eindruck, aber wer weiß, wenn ein Lobbyist mit einem miese Karre, Mann, was habe ich nicht auch alles gehört, aber das ist was das, die schenken alles, weil ich glaub, die schenken dir... Dass ich tatsächlich, also das hört sich jetzt erstmal doof an, aber ich glaube, da ist meine Stärke, dass ich aus finanziell sehr gutem Hause komme. So, weil das hat Trump auch immer gesagt. Ja gut, aber der ist auch einfach, der ist loco. So, ne? Also ich glaube, man kann mich halt nicht so leicht beeindrucken, wie jemanden, der vielleicht aus einer Arbeiterfamilie kommt, sich sein Leben lang irgendwie hochhasseln musste.
Aber ich sag mal so, ich bin mir sehr sicher, ich werde mich nicht korrumpieren lassen. Aber versprechen kann das, glaube ich, kein Mensch und ehrlich dabei sein. Du kannst jetzt auch nicht mir versprechen, ich werde mich niemals korrumpieren lassen. So, das gehört einfach Ich lasse mich gerne korrumpieren. Also Marken, meldet euch. Auf YouTube ist viel Platz. Das habe ich mich gefragt, ob man auch so Klamotten und so zugeschickt bekommt, wenn man als Politiker-Fame ist. Weißt du, so wie auch so wie im Hip-Hop, Labels schicken Klamotten so. Ich fürchte nicht, aber ich hätte Bock eigentlich. Kann man eigentlich korrupt sein, wenn man nicht in so einem öffentlichen Dienst ist, technisch gesehen? Also, technisch gesehen. Nee, oder? Ich bin ja nicht korrupt. Ja, ich bin ja Businessman. Moralisch gesehen. Ja, moralisch. Ja, du korrumpierst halt dein Ideal oder sowas, meinst du? Jetzt, Lini, machst du noch Fotos, Paar? Bitte, das danke. Das verändert sich nicht, ne? Ja, aber hast du schon. Nee, ich dachte, du hast noch nicht. Okay. Aber sorry. Wir können gleich auch gerne noch sitzen bleiben, dann kannst du so viele machen, wie du willst. Nee, du hast ein cooles T-Shirt. Ich hoffe, das ist nicht dein Slogan. Hopeless. Nein, nein. Das ist nicht der Slogan. Aber die Welt vermittelt einem ein bisschen das. Ne? Kennst du diesen Song We Didn't Start the Fire? So ist es ja schon so, dass die Scheiße immer war. We Didn't Start the Fire. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, wir haben so ein bisschen Endzeit. So mit Klimawandel, Krieg, Pandemie. Wir haben eine Pandemie erlebt. So, ich überleg, das ist natürlich auch so ein Generationending. Und ey, ich sag mal, du bist geflüchtet, du hast ganz andere Sachen erlebt. Ne? Versteh mich nicht falsch. Für mich, ich hab 9-11 war das erste politische Ereignis, wo ich mich dran erinnern kann, ist 9-11. Ich weiß noch, da war ich 4 Jahre alt. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause auf dem Sofa saß und Kika geguckt habe. Und auf einmal kommt meine Mutter reingestürmt, Tränen. Mach den Fernseher an und ich sehe so diese Flugzeuge, also 9-11, so jegliches Verständnis von politischer Weltordnung auf den Kopf gestellt. So dann große neue Kriege, Irak, Afghanistan. 2008, Wirtschaftskrise auf einmal, alle gefickt auf einmal. So dann 2014, so viel Krieg, dass auf einmal ganz viele Menschen zu uns kommen und irgendwelche Rechten deswegen nach oben kommen, die unsere Demokratie am Ende des Tages abschaffen wollen. Ja, so dann fucking Pandemie. Darauf komme ich immer noch nicht drauf. Also auch da, was erzähle ich dir, ne? Aber darauf komme ich immer noch nicht klar, dass wir das alles erlebt haben. Jetzt Klimawandel. Viel, ne? Krass. So, es sind alles so Endlevel-Dinger. Und jetzt kommt auch noch wieder Putin um die Ecke und droht wieder mit Atomkrieg. Weißt du, was unsere Eltern so die ganze Zeit schon mitleben mussten? Das krass, ich bin entweder mich zu positiv eingestellt oder ich habe das noch nie so gesehen. Ach, schon krass. Crazy, ne? Ja, stimmt. So, wenn du so die Doomsday-Szenarien so auf eine Liste machst, da kannst du schon viele Haken setzen in unserer Zeit. Da war die Kuba-Krise nichts dagegen. Aber deswegen darf man sich auch nicht zurückziehen. Weißt du, ich habe das Gefühl, viele Menschen ziehen sich gerade deswegen wieder aus Politik zurück. Die sagen, alles ist im Arsch, alles scheiße, kannst alles vergessen, alle korrupt. So, gerade dann nicht. Ne? Lin sagt manchmal zu mir, boah, ich weiß nicht, ob ich in diese Welt Kinder setzen will. Ich denke, natürlich will ich in diese Welt Kinder setzen. Also, wir müssen es doch irgendwie besser machen. Wir müssen den Karren doch irgendwie aus dem Dreck ziehen. Mhm. Wir können uns doch jetzt nicht ins Private zurückziehen, irgendwie geil Joints puffen und auf alles scheißen. Ja, ich meine, ich bin froh, dass meine Mutter nicht so gedacht hat, weil das hätte ich gut verstanden, dass sie im Krieg da keine Kinder kriegen will. Sonst säße ich jetzt nicht hier. Am Ende, aber klar, ich verstehe diesen Gedanken, haben aber echt nur Westler so Luxusleben. Wenn du im Luxus bist, dann, wenn wir, also dazu gehöre ich mich fast auch schon, sehe ich mich auch schon so. Und wenn du im Westen lebst, dann bist du so am Selbsterfüllen. Ja, naja, das werfen die uns ja auch immer vor, dass alles Individualisten sind. Ja, so, nur noch. Aber das hatten wir ja ganz am Anfang. Was hast du gesagt? Es gibt keine armen Philosophen. Das ist es halt. Ich glaube, wenn alle genug hätten auf der Welt, dann wären auch alle Philosophen am Ende des Tages. Ja. Tja, es geht um Zeit. Auf der anderen Seite ist das noch ein Riesenthema. Ein Riesenthema ist ja auch, was macht der Mensch mit seiner Zeit, die er demnächst durch ChatGPT, Roboter und blablabla, wenn wir definitiv sehr viel Zeit haben, was machen wir dann eigentlich? Das ist ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, ob wir dann mehr Zeit haben. Also es ist ja so, dass jede industrielle Revolution auch wieder neue Jobs und neue Aufgaben schafft. Ne? Aber ja, ich glaube schon, unser Leben wird einfacher werden. Und ich glaube echt, wir werden irgendwann so kleine Droiden wie bei Star Wars haben, die so Tagesaufgaben so abnehmen. Mhm. Ne? Oder, keine Ahnung, ein scheiß Kühlschrank, der automatisch die Milch nachbestellt. Das ist ja schon gestern. So, ne? Und das ist, wie du sagst, das ist schon. Das ist Samsung 2005. So, ne? Ja. Ich hoffe, dass wir sie zur Selbstverwirklichung nutzen können. Ich hoffe, dass es mehr Menschen gibt, die sich für die Gesellschaft dann auch engagieren, die sich politisch engagieren. Weißt du, wie viele Leute in Deutschland in der Partei sind, gemessen an der Gesamtbevölkerung?
Lass mich einen Guess machen. Alles zusammen, prozentual? Genau, alle Parteien zusammen. 20%? 2%. Hey, und ich war schon niedrig. 2% in Deutschland in einer Partei. So. Alle Parteien zusammengerechnet. Das ist nichts. Das ist echt nichts. Das ist nichts. Ja, ich dachte, sag's für. So. Und das kann's nicht sein. Ne? Und das ist auch das ein Grund, warum unsere Demokratie am Arsch ist. Weil gar von den 2% ist ja auch nicht so, dass die alle mitentscheiden, sondern die meisten Parteimitglieder sind ja auch wieder inaktiv oder nur so. Wow. 2%. Ne? Das ist gar Vielleicht steige ich doch noch ein, ist doch voll möglich. Ja, warum nicht? Das würde mich mal interessieren. So, also, oder zwei Fragen eigentlich. Wie wurdest du so politisch sozialisiert und warum hast du nie aktiv Politik gemacht? Also auf jeden Fall der Wunsch meines Vaters war immer sowas, Politik. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Iraner so. Weil wir Iraner sind ja, ich bin ja da auch da geboren und habe natürlich alles mitbekommen von Eltern und von meinem Großvater noch. Ja, wenn du in so einer Situation aufwächst, alles ist politisch. Siyasat, alles. Alles ist politisch. Alles war die CIA, alles ist das, alles ist dies. Da wächst ja damit voll auf. So, vielleicht habe ich dadurch so ein bisschen dieses keinen Bock mehr gehabt. Theoretisch, ja, weiß ich eigentlich gar nicht. Hat sich ja so entwickelt einfach. Aber ja, verstehe ich. Also das ist natürlich auch ein krasses politisches System. Ja, um extrem halt, ne? Guck mal, gibt's ja sonst auch nirgendwo so, ne? Der Iran ist ja letztlich einzigartig, so diese Mischung aus Theokratie und Demokratie. Ich bin ja geboren, 79, Machtergreifung von Khomeini war das zu der Zeit. Da war jemand aus Deutschland, den ich später gut fand, noch nicht, da wusste ich es noch nicht, aber Peter Scholatur war zu meinem Geburtsjahr auch in Iran. Peter Scholatur, Mann. Bester Mann, rest in peace. Ja, und dann bin ich 86, dann war Irak-Iran-Krieg, also Machtergreifung Khomeini, viel Radau. Dann, sich gedacht, das ist dann haben meine Eltern gesagt, ey, das ist jetzt wirklich, also einer zu viel so. Dann mit zwei Kindern abhauen und so weiter. Und Politik im Iran ist, wenn, egal was, es ist extrem. Also selbst die Kommunisten, die Tudeh-Partei? In Iran die Tudeh-Partei mit Khosrau Rusbe, der wurde dann später an die Wand gelegt, wurde erschossen. Das waren linke Kommunisten, aber das waren Extreme. So, also die waren auch so, ey, das muss mit, das war so, ich will extrem im Sinne von diese Weltordnung ist die richtige und das müssen wir jetzt auch durchziehen. Ideologen so. Halt. Ideologen, aber to the fullest. Und die waren natürlich auch gejagt im Iran, also beziehungsweise die waren halt, und die Religiösen sind natürlich auch super extrem, so für die ist auch nur das ist das Einzige und da gibt's gar keine Nebendinge und so. Ja, das ist das Land halt, das ist ein Krisenherd, so alles ist extrem. So. Ja, und auch viel mit so Verschwörungstheorien seitens der Regierung, ne? Es ist halt super auch schwer, super schwer. Ich bin damit aufgewachsen, dass wirklich das Erste, was du annimmst, ist, es ist CIA gewesen. Ja, genau. Das ist ein Running Gag fast schon bei uns. Ich meine, es gibt ja auch Sachen, die wirklich waren, offensichtlich. Ne? Also aber die stecken nicht hinter allem. Projekt Ajax ist bekannt, dass sie es waren, aber natürlich stecken die nicht hinter allem. Ist ja logisch, aber es ist ein Reflex einfach. Also die Fake News, ja, da war es drastisch für Leute. Also, ja, und halt von staatlicher Seite, ja, das finde ich so krass. Also, das finde ich auch heutzutage, also auch im Iran genauso krass, aber auch in so Ländern wie Russland oder China. Wenn du dir mal die staatlichen Nachrichtensender anguckst und einfach mal innerlich, gedanklich sagst, alles, was die sagen, stimmt. True. Ja. Ich kenne den Gedanken. Ja, ist geil. Ja, das ist krass. Das ist krass, ne? Weil die Menschen lieben ja so große Geschichten. Es ist doch viel spannender zu sagen, Gates, so WHO, die stecken alle unter einer Decke. Die haben alle einen Plan. Ja. Nein, ja, am Ende des Tages sind es einfach Menschen, die Dinge machen. So, ne? Auch die Leute sagen immer, ja, die ganzen Großkonzerne, die stecken immer alle unter einer Decke. Digga, die wollen einfach Geld machen. So, das ist der Plan dahinter, außer Kohle. Es ist Kooperatismus, klar. Ja. Es ist ja klar, Interessen. Interessen. Ja, genau. Das ist klar. Es ist ja so, man nimmt komplizierte Sachen, vereinfacht das, die da oben liest das. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ja, interessant, Mann. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, zu welcher Partei ich gehen würde. Aber aktuell gibt es wieder Themen,
die ich interessanter finde. Aber zumal die alten Parteien hätten mich nie abgeholt. Nie. Zu keiner von denen hätte ich gehen können, so richtig. Es war also. Ja, du bist auch kein Ideologe. Ich bin kein Ideologe. Du bist auch jemand, der so wie wir halt so die Sachen so einzeln, pragmatisch, ja. Wissenschaft. Hast du mal den Wahl-O-Maten gemacht schon? Ja, die haben wir den dieses Jahr gemacht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Wir machen den normalerweise immer. Das würde mich schon interessieren, und, wo wir da bei dir landen. Also ganz ehrlich, ich habe den, die letzten Jahre haben wir den mal gemacht, auch mit unseren Gästen. Und es war immer sehr interessant, was so kommt. Dieses Jahr habe ich das jetzt mit euch, mit den Gästen, mache ich das jetzt nicht, weil es dauert zu lange. Ja, so, da finde ich es viel interessanter, ein Gespräch, um dich auch oder euch schon kennenzulernen und auch die Zuschauer. Weil das ist mir ein bisschen zu steif. Das hätte ich aber schon gerne gemacht. Ich muss aber sagen, also ich mache das noch, aber ich muss sagen, ihr kommt, glaube ich, wenn man ChatGPT fragt, das haben wir gemacht, ja. Dann kommt ihr raus. Ja, das weiß ich. Das habe ich. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Wissenschaftsbasiert. Pragmatisch, was soll ich dir sagen? So, wir sind halt die. Vielleicht steige ich noch rein, aber nur ganz oben. Ich mache keinen Prospect. Ich steige direkt oben ein. Ich werde kein Hangaround. Ey, ich sag mal ganz ehrlich, natürlich sind wir eine kleine Partei. Ne? Muss ich dir nicht sagen. Das weiß auch jeder, der dieses Video hier sieht. Wir sind eine kleine Partei. Das Schöne an einer kleinen Partei ist, du hast großartige Aufstiegschancen. Du musst dich nicht erst. Oh mein Gott. Wo muss ich? Und ich hab gehört, man zahlt bei euch. Man zahlt bei euch keine Gebühren. Nein. Kein Mitgliedsbeitrag. Bruder, das ist mein Verein, Alter. Das ist halt auch so, das gibt's glaube ich auch fast nirgendwo sonst. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt. Machen Linke nicht auch sowas? So, wir haben uns halt überlegt, wir wollen nicht, dass es vom Geld abhängt, sich politisch zu engagieren. Ja, weißt du? Ja. Ey, du kannst auch sagen, Mitgliedsbeitrag 5 Euro. Aber jemand, der Bürgergeld bekommt, was sind das, 490 Euro oder so? Es ist alles viel dann, natürlich. Trotzdem viel dann für die. Ja, man könnte ja machen 5 Euro, aber wenn du nachweisen kannst, dass du Bürgergeld kriegst, kriegst du für free halt. Safe. Also ich denke mal auch, dass es langfristig sich vielleicht ändern könnte bei uns, weil du brauchst Kohle, Kohle, es ist insane. Also das ist ja auch so, was ich in Deutschland, ich mag das immer nicht, die kleinen Parteien sind auch oft weinerlich, ne? So, die sind immer so, ja, was denkst du denn, Digga, du kämpfst den Kampf David gegen Goliath, da musst du auch bereit sein, den Kampf David gegen Goliath zu führen. So, dann kannst du dich nicht darüber beschweren. Ja, aber was ich richtig räudig finde in Deutschland, ist dieses ganze Thema Parteienfinanzierung. So, guck dir mal an, wie viel, die CDU bekommt, glaube ich, 2,5 Millionen pro Jahr vom deutschen Staat, so SPD, FDP, alle, die kriegen Hunderttausende, Millionen Euro. Wie soll ich mit denen gleichberechtigt irgendwie eine Chance haben? Klar, ich stehe auf demselben Wahlzettel, aber am Ende des Tages, so können die, zack, 100.000 Euro in einen Wahlwerbespot packen, kein Problem. So, und wir müssen den halt selber machen. Ja, voll. Aber ich denke, aktuell sind die besten Chancen, ist ja auch für Musiker so, dass man sehr günstig an Reach kommt. Also du könntest halt über Social Media und gerade wenn ihr auf TikTok wärt, stark. Sind wir tatsächlich. Ja, also ich meine, wenn ihr da Power reingibt, könntet ihr wahrscheinlich viel mehr auch die Leute berühren und checken und fassen, fangen und als jetzt zum Beispiel so CDU, ich wüsste gar nicht, wer das da machen soll. Das ist tatsächlich auch unsere große Strategie. Ja. Also wir gehen über zwei Hauptachsen. Wir gehen über Social Media, weil, wie du sagst, da kannst du die Leute einfach erreichen. Gerade so Plattformen wie TikTok, wo du ja auch einfach, ohne vorher schon berühmt zu sein, einen Hype haben kannst. Ja. Ne? Und zum anderen benutzen wir halt oder gehen wir ganz viel auf diese Plattformen, die unabhängig von der Größe gleich funktionieren. Also Wahl-O-Mat. Oder auch Abgeordnetenwatch ist ein Ding, was man sich auf jeden Fall mal reinziehen sollte. Ja. Weil natürlich, wir müssen ja irgendwie, wir sind halt die Underdogs. Ne? Das macht uns sympathisch, immerhin. Aber ist auch die Herausforderung. Und jetzt bei der Europawahl, ich kann es nur immer wieder sagen, 0,6% oder so der Stimmen reichen schon aus. Dann ist man schon dabei. Und wenn ihr, sagen wir mal, okay, was ist, wenn ihr schafft's nicht? Wie geht's dann weiter? Dann, also für uns ist die Teilnahme an der Europawahl das, was wir erreichen wollten. So, das haben wir immer gesagt, weil es ist in Deutschland wirklich nicht einfach, zu einer Wahl zugelassen zu werden. Ach krass. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte antreten und dann stehst du auf dem Wahlzettel. Du musst Unterschriften sammeln. Das ist die Hauptsache. Also du musst natürlich deine Kandidaten aufstellen, das musst du alles protokollieren mit ganz vielen Formularen, ne? Aber das ist ja eigentlich easy gemacht. So, und der Knackpunkt ist, du musst Unterschriften sammeln. Das sind bei der Bundestagswahl, je nach Größe des Bundeslandes, 500 bis 2000 Unterschriften, die du sammeln musst. Aber das ist nicht einfach nur Unterschriften sammeln, so wie man es vielleicht kennt, hier Liste, sondern du hast ein Formular,
so ein extra Formular. Ja. Da musst du eintragen. Also das sieht erstmal furchteinflößend aus. Das können die Leute sich gerne mal angucken, dieses Unterstützungsunterschriftenformular. Sieht furchtbar aus. Da musst du eintragen. Name, Geburtsdatum, Adresse und Wohnort. Oder, ne? Ja, wer so. Hat da Bock drauf? Dann Tag, Datum. So allein das. Dann müssen dir die Leute, weil klar, wenn du tausende von Mitgliedern hast, dann kannst du das die machen lassen. Aber das ist schon so gedacht, dass du rausgehst auf die Straße. So, das heißt, dann müssen die Leute dir erstmal vertrauen, dass sie dir, einem völlig Fremden, von einer kleinen Partei, von der die noch nie was gehört haben in ihrem Leben, müssen die diese Angaben machen. Ja, das macht keiner. Klar. Dann hört es aber nicht auf. So, dann muss die muss bestätigt werden, dass die Person, die unterschrieben hat, wahlberechtigt ist. Diese Bestätigung kann aber nur das jeweils örtlich zuständige Einwohnermeldeamt machen. Bruder, das heißt, sag doch gleich, ihr wollt nicht, dass ich das aufmache. So, du unterschreibst mir also in Köln, in der Fußgängerzone, unterschreibst du mir den Wisch. Dann muss ich den im Original mit der Post zum Einwohnermeldeamt nach Düsseldorf schicken. So, das darfst du nicht mal faxen, dieses Formular. Das geht nur mit der Post. So. Das und das ist halt alt. Tausende Asbach. Male. Ne? Und dann geht es noch weiter, weil dann müssen ja eigentlich diese Formulare, wenn abgestempelt ist, diese Person ist wahlberechtigt, müssen die alle zusammen zur Bundeswahlleitung, das ist die Wahlbehörde, und die sagt dann, okay, du hast genug Formulare, jetzt darfst du auf den Zettel. Aber wegen dem Datenschutzrecht darf die lokale Einwohnermeldebehörde das nicht direkt ans Bundeswahlamt schicken, sondern die schicken es erstmal an die Partei zurück. Und du schickst es dann an die Bundeswahlleitung. Das heißt, nicht nur musst du die Leute dazu bekommen, dass sie dieses scheiß hässliche Formular unterschreiben, Bruder. Du musst auch noch das zweimal mit der Post auf eigene Kosten hin und her schicken, musst es sortieren. So, ne? Bruder. Und bei der Europawahl, da gibt es zum Glück einen kleinen Shortcut. Du sammelst 4000 Unterschriften und du bist deutschlandweit auf dem Wahlzettel. Das ist bei der Bundestagswahl anders. Und das haben wir gepackt. Deswegen. Wie habt ihr das gemacht? 4000 Unterschriften als kompletten Newcomer, so keiner kennt dich. Stundenlang raus. Einfach auf die Straße? Auf die Straße, Leute. Und den Leuten sagen, hey, hör mal, wir haben eine neue Partei gegründet. Ja. Würdest du uns deine Unterschrift geben? Hör mal, wer bist du denn? Ja. Und dann, hey, hör mal, wir haben hier, ja und? Und das so ungefähr kann ich dir sagen, weil es kommen auch immer Unterschriftenzettel, kommen ungültig zurück. Die Leute sind nicht wahlberechtigt, haben die falsche Adresse eingetragen, haben dich verarscht manchmal auch selten. Ja, ne? Also wir mussten so 5500 Mal mussten wir das machen ungefähr. Und das ist einfach Hassel, einfach raus auf die Straße, einfach machen. Krass. Also, ne? Und deswegen war für uns das Ziel, weil wir sind brandneu, so wir haben wenig Personal. Ne? Wie gesagt, wir müssen uns in vielen Dingen noch aufbauen. Aber wir können es und deswegen haben wir gesagt, wir wollen bei dieser Wahl antreten. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir in der Lage sind, richtige Politik zu machen, dass wir wählbar sind, dass es sich lohnt, uns zu wählen und dass wir ein stabiles Wahlprogramm auf die Beine stellen können. Und das haben wir alles geschafft. Und damit sind wir im Grunde schon bei dem Ziel, was wir erreichen konnten. Jetzt hat sich herausgestellt, wenn man sich die Zahlen anguckt, die man intern bekommt vom Wahlomaten, also ne, du kriegst als Partei kriegst du Informationen, die jetzt die Privatleute nicht bekommen, und auch was so die Aufrufzahlen auf unserer Homepage angeht, was den Anstieg der Followerzahlen auf unseren Kanälen angeht, wenn man das alles zusammenpackt, ist es durchaus realistisch, dass wir tatsächlich einen Sitz auch bekommen. Also es ist immer noch natürlich nicht gesetzt, ne, aber es ist auch jetzt nicht mehr völlig unmöglich. So. Super. Und deswegen ist jetzt natürlich, fänden wir super geil, einen Sitz zu bekommen. Ansonsten ist das einfach das Sprungbrett, die Bühne für die Bundestagswahl nächstes Jahr. So, und da haben wir den Plan. Wir gehen auf ganz viele kleine andere Parteien, auf Wählergruppen, auf politische Initiativen zu, die halt auch wissenschaftsbasiert pragmatisch arbeiten und schließen die zusammen. Wir machen quasi, vereinen die unter der Fahne der PDF und haben damit dann die Plattform, um eben bei der Bundestagswahl auch eine Rolle zu spielen. So, das ist so der große Plan. Und das ist immer interessant. Das ist interessant, dieses Zusammenbringen und so. Das haben wir jetzt zum Beispiel zum Jahreswechsel, sind wir fusioniert mit einer anderen kleinen Partei, Freie Parlamentarische Allianz hieß die. Die sind also in uns rein fusioniert. Im juristischen Fachgebrauch ist das eine überrangige Fusion. Und dadurch haben wir jetzt zum Beispiel in Brandenburg auch die ersten Ämter. Also wir stellen eine Bürgermeisterin und Stadtratsabgeordnete in Brandenburg. So durch diese, diese Fusion. Wie nennt man das nochmal im Juristischen? Eine oberrangige Fusion ist quasi die Weißt du, wie man das auf der Straße nennt? Gefickt werden. Nein. Das ist ja mal ein Patchover. Stimmt. Patchover. Ja. Das ist gut, ein paar Patchover und dann seid ihr seid ihr die Richtigen. Ich finde das sehr interessant. Vor allem finde ich das gerade
aus Business-Sicht so eine geile Start-up-Idee. Ich mache mir die Mühe, so einen Verein zu, also so eine Partei zu gründen mit den 5000 Unterschriften. Dann bin ich am Start und dann habe ich ja die Hülle. Die könnte ich ja verkaufen. Ja gut, das geht halt nicht. Ne? Das ist der Unterschied zum Start-up. Weiß doch keiner. Ich gebe dir diese Money, ich komme rein und werde Präsi. Ja, Ruth, wie viel? Also die Arbeit ist schon viel wert. Es ist... Die Hülle ist geil. Also ich glaube, ich habe im Moment so... Das ist so GmbH-Mantel, macht man ja auch. Du bist Jurist, du kennst ja das vielleicht, GmbH-Mantel-Verkauferei. Ja, ich meine, das ist natürlich die Sache. Ja, aber ich finde es interessant. Kein Geld. Einerseits finde ich auch cool, dass es auch schwierig gemacht ist, damit... Guck mal, das ist ja auch nichts, nicht nichts, das ist ja auch etwas. Aber auf der anderen Seite... Hey, das ist auch ein bisschen veraltete Scheiße. So. Warum geht das nicht online irgendwie? Genau, dass es eine Hürde gibt, dass nicht jeder kann, weil es Verein auf den Wahlzettel kommt, das ist richtig so. Genau, verstehe ich nicht falsch. Aber wie du sagst, warum... Die Hürde ist falsch, an eine falsche Stelle gemacht, ja. Hürden gut, aber... Ja, das ist halt Deutschland und Papier, ne? Ha. Deutschland, Digitalisierung. So hätte Helmut Kohl halt damals nicht seinen Kumpel dahingesetzt, dann sähe das jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, aber... Helmut Kohl, alter, heftiger Typ, alter. Nee, es ist, ich merke das ja auch jetzt bei meiner Arbeit in der Justiz, da ist es auch noch ein weiter Weg. Immerhin gibt es Online-Verhandlungen. Aber Parteien, wie gesagt, Parteien dürfen keinen Online-Parteitag machen. Das ist so, das ging während Corona, ging das? Ja, da war das erlaubt? Ja, wegen Not. So, ne? Und dann haben die das nach Corona einfach wieder gestrichen. Ich finde das Quatsch. Und dann, das ist natürlich auch gerade für kleine Parteien schlecht. Weil für eine CDU ist kein Problem, einen Raum zu mieten. Ja, für die CDU ist auch kein Problem, allen Delegierten, die da hinkommen, das Bahnticket zu bezahlen. Ja, wie macht ihr das denn finanziell? Wir finanzieren uns durch Spenden vor allen Dingen. Und bekommt ihr schon Spenden? Wir bekommen Spenden, ja. Das geht aber schnell. Ja. Also ich glaube, das war das Neueste. Gestern Abend hat jemand einfach so 200 Euro überwiesen. Killer. So was kriegen wir auf Twitch nicht mal. Gute Arbeit mäßig so. Also das klappt schon. Aber vor allen Dingen über Netzwerken. Also wir versuchen eigentlich alles so zu machen, dass du gerade kein Geld dafür brauchst. Ne? Deswegen Social Media. Ja. Oder wir haben jetzt vor kurzem haben wir unser Wahlkampfvideo gedreht. Ja, So, ne? Für die Öffentlich-Rechtlichen, weil du bekommst, wenn du bei einer Wahl in Deutschland zugelassen wirst als Partei, bekommst du automatisch Sendespots in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. So, also in ARD, ZDF und auch noch in den regionalen Radiosendern, MDR, NDR und so weiter. Dann mussten wir dieses Wahlvideo drehen, ne? Und natürlich, wenn man sich jetzt unser Wahlvideo auf unserem YouTube-Kanal Partei des Fortschritts anguckt, das hat nicht die Qualität von dem Wahlwerbespot der SPD, die eine krasse Marketingagentur mit 200.000 Euro bezahlt haben. Ne? Ja. Aber dann sind wir einfach hingegangen, haben gesagt, okay, das Parteimitglied hat Erfahrung als Videograf. So, also der hat die Kamera gehalten. Ja. Dann der Kumpel von einem anderen Parteimitglied ist Cutter. So, hat das Ding geschnitten und so weiter. Verstehe. Dann die erste Szene von unserem, also in unserem Wahlwerbespot, da ging es letztlich darum, dass wir so zeigen wollten, dass die Leute über die PDF reden, durch die Gesellschaft durch. Deswegen ist die eine Szene, dass man in einer Kneipe sitzen, so ein paar ältere Herren und sagen so, Europawahl, alles scheiße, wen willst du da wählen? Ja, die PDF, sagt dann der Wirt. Der Wirt hat ja immer einen guten Rat, ne? Und dann geht quasi die Kellnerin von der Kneipe geht so raus, trifft sich auf ein Feierabendbier mit ihren Freundinnen und sagt so, oh, ey, habt ihr schon Wahlomat gemacht? Ja, krass, alle PDF ganz oben, so mäßig, ne? Und dann haben wir natürlich die Kneipenszene in der Kneipe bei mir in der Ecke gedreht, wo ich sonst auch mal hingehe. Weißt du, ne? Also du netzwerkst halt, du guckst halt, wo kann ich irgendwie, wo ist Motivation da, wo sind Kenntnisse da, ohne dass ich dafür Geld brauche. Aber mit Geld wäre vieles auf jeden Fall einfacher, ne? Nee, voll. Was ich dir empfehlen könnte, ist halt so einen Spot auch mit AI zu drehen und so. Ist voll günstig und geht voll gut. Sind wir tatsächlich auch, haben wir gestern oder vorgestern, es gibt diese OpenAI. Ja, ChatGPT OpenAI oder halt Midjourney Bilder und es gibt Bewegtbilder und so, kannst du super günstig. Ja, werden wir wahrscheinlich auch super günstig und auch brauchst kein Model mehr buchen, gar nichts. Also, ist geil. Ja, ey, Luke Skywalker, Lukas, hat mich sehr gefreut. Ich muss sagen, mich auch. Cooles Gespräch. Und ich hoffe, dass die Leute auch die Partei ein bisschen kennengelernt haben und vielleicht sich für dich entscheiden. Wir werden auf jeden Fall ein Auge auf dich haben. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wenn du Bock hast, läuft die Cam noch? Die Lumix. Willst du noch irgendwie was loswerden? Ja, sehr, sehr gerne. Also das würde ich dir gerne noch den Raum geben. Werd noch gerne was los und dann
sind wir am Ende, Freunde. Also ich möchte alle, die das hier gucken, bitten, uns als Partei einfach eine Chance zu geben. So unabhängig davon, wie groß wir sind, ob man uns schon mal was von uns gehört hat, sich einfach mal das Programm anzugucken und sich nicht erzählen zu lassen, dass kleine Parteien keinen Sinn macht, sondern selber eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ihr uns wählen wollen solltet, wir sind ganz unten auf dem Wahlzettel, auf dem vorletzten Platz. Dankeschön. Sehr gut. Freunde, wir sehen uns am Ende noch einmal wieder. Dann sag ich mal danke. Wir sind raus, Freunde. Freunde, yes. So, was sagt ihr? Das war Lukas. Ich finde, ein sympathischer Typ. Ich finde, der Ansatz ist cool. Natürlich kann man jetzt nicht viel über die Partei sagen. Gibt es ja noch nicht so lange. Die Idee ist cool. Und ich finde, es wird Zeit, neue Parteien eine Chance zu geben. Das ist mein persönlicher Eindruck. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr generell sagt dazu. Wen soll ich noch einladen? Vergiss nicht, es ist schon sehr bald, alle Links unten auf jeden Fall, wo ihr voten könnt, wo ihr voten solltet. Es ist sehr bald soweit. Und vergiss nicht, es gibt keine Hürde. Jeder eure Votes zählt. Das ist eigentlich voll knapp. Deswegen, ihr könnt übrigens auch den Wahl-O-Mat mal ausprobieren, falls ihr nicht so genau wisst, wen soll ich eigentlich wählen oder was gibt es eigentlich. Checkt das aus. Wir werden uns noch treffen mit Volt, mit CDU, SPD, Grüne. Wir werden uns treffen auch mit noch ein paar anderen Partei der Humanisten zum Beispiel. Tierschutzpartei, schauen wir uns gerade an. Also kleine, etablierte. Aber schreibt trotzdem mal in die Kommentare, mit wem soll ich mich noch treffen? Wen wollt ihr doch mal so, wo ihr sagt, ey, die würde ich auch mal kennenlernen. Bisschen quatschen, bisschen auch den Menschen hinter der Partei sozusagen oder hinter dem Programm kennenlernen. Am Ende, Freunde, bleibt das hier trotzdem. Straight up eine Hip-Hop-Sendung. Gangzeichen für die Parteien auf jeden Fall, Freunde. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Sendungen wieder oder bei Twitch, wenn es wieder heißt Boosnet.